This podcast is brought to you by LMU Munich. Ja, herzlich willkommen zurück und nochmal ganz herzlichen Dank an Professor Klön und Lars Hornhoff hier für dieses erstklassige Event heute. Ich finde es ungeheuer spannend, was wir bisher so gehört haben, und freue mich, dass wir jetzt mit der Podiumsdiskussion nahtlos an das anknüpfen können, worüber Professor Schwiemacher eben gesprochen hat. Thematisch geht es in derselben Richtung weiter. Ich erkläre nochmal ganz kurz für die, die vielleicht jetzt erst ein bisschen später dazugekommen sind und eben die Intro verpasst haben. Also wir haben jetzt ungefähr eine Stunde für die Diskussion vorgesehen und öffnen das Ganze dann hinterher für Sie, also für die Crowd. Vielleicht ganz kurz vorab, das erste Wort gehört Ihnen. Ich würde ganz gerne wissen, bevor ich Ihnen unsere Gäste vorstelle, wer hier im Saal hat schon mal Crowdfinancing mitgemacht auf Investorenseite, also hat schon mal Anteile gekauft via Seedmatch? Ja, oder über irgendwelche, über Plattformen wie Seedmatch oder Bergfürst oder andere Portale? Okay, also eher die Minderheit, aber doch einige. Wer hat als Gründer schon mal überlegt, auf diesem Wege Geld zu, oder hat schon mal auf diesem Wege Geld geraced? Okay, ein paar. Wer hat sich bewusst dagegen entschieden, das zu tun? Keiner? Okay, ganz interessant. Okay, allerletzte Frage. Wer glaubt, dass Deutschland heute gewinnt? Okay, das ist die Mehrheit, immerhin. Das führt mich nochmal zu dem Thema Länderspiel nachher. Herr Professor Klön hat es schon kurz gesagt. Also nachher wird das Spiel übertragen. Keiner muss weglaufen, sondern eher hierbleiben. Das wird das Highlight. Und ich glaube, es gibt auch Bier von einer lokalen Start-up-Brauerei, die ihr Geld auch per Crowdfunding geraced hat, passt also ganz wunderbar und schließt sich dann 1A nahtlos hier an. Ja, ich glaube, die spannendere Frage ist nicht, wer gewinnt, sondern ob Neuer heute einen Abseits auslöst oder nicht. Ah, okay. Das wäre was. Okay, aber jetzt zurück zum Thema Crowdinvesting. Die Diskussion dreht sich jetzt um das Thema, wie geht es eigentlich nach einem Crowdinvesting weiter? Dr. Lars Hornhoff hat ja eben schon erklärt, wie dieser Markt für Crowdinvesting angezogen hat, wie viele Millionen schon in rund 140 Startups geflossen sind. Und ich glaube, daran sieht man schon, dass diese Frage, welche Anschlussmöglichkeiten ergeben sich da, immer relevanter wird und in Zukunft noch relevanter werden dürfte. Solche Fragen wie: Wie sind die Chancen, danach einen VC ins Boot zu holen? Sollte es einen Verwässerungsschutz geben für die Crowd-Investoren? Soll es Pooling-Gesellschaften geben oder nicht? Das sind Fragen, die uns jetzt heute hier beschäftigen und wahrscheinlich in Zukunft auch die Szene immer mehr beschäftigen werden. Ich freue mich, dass wir eigentlich eine ganz bunte oder eine ganz gute Mischung von Referenten hier auf dem Podium haben. Es ist alles dabei, außer, sagen wir mal, dem Hardcore-Crowd-Investor. Vielleicht ist ja einer im Raum, der da später diese Rolle nochmal einnehmen will. Ich fange mal an mit dem Gast hier zu meiner Linken. Seine Leidenschaft sind Finanzen und Wirtschaft, hat eigentlich Bankkaufmann gelernt, dann BWL studiert, war mehrere Jahre in der Finanzbranche tätig, hat die Ein-Mann-Filiale bei der Sparkasse genauso kennengelernt wie JP Morgan von innen. Und dann, eher ungewöhnlich für einen Banker, hat er sich entschieden, selbst zu gründen, also ein eigenes Startup aufzuziehen, das allerdings nah am Finanzthema dran ist. Es nennt sich Lendstar, ein Finanznetzwerk, über das sich ich und du per App Geld leihen, sammeln, Geld vorstrecken und aufteilen kann. Also was thematisch an seinem Gebiet sehr nah dran ist. Aus seinem Umfeld kriegt er gelegentlich zu hören, dass er nicht so viel arbeiten soll. Er sagt dann immer, das ist keine Arbeit, weil es ihm viel Spaß macht. Und diese Begeisterung hat er im vergangenen Jahr, glaube ich, auch rübergebracht an die Crowd. Via Seedmatch hat 180.000 Euro eingesammelt von 215 Investoren. Herzlich willkommen, Christopher Kamsow von Lendstar. Hallo, herzlich willkommen. Danke. Eine erste Frage. Dieses Crowdfunding, Crowdinvesting liegt jetzt 6 Monate zurück. Wie ist so die Bilanz jetzt nach 6 Monaten? Warum die Entscheidung? Wie ist die Bilanz? Die Entscheidung ist vor allem gefallen, weil wir haben, also Lendstar ist ja ein Produkt, was sich an den Endkunden wendet. Und da ist Crowdfunding einfach ein tolles Medium, auch um eben bekannt zu werden bei potenziellen Usern. Zumal es gewisse Ähnlichkeiten, zumindest was die Interessen angeht, also es geht um alternative Investitionsformen, Finanzierungsformen. Das ist ein Thema, was uns halt eben auch ein Stück weit betrifft oder interessiert und wo wir, glaube ich, auch die Leute mit ansprechen können. Und das passt einfach sehr, sehr gut zusammen. Und deswegen war das Crowdinvestment für uns eine sehr gute Entscheidung. Wir bekommen immer mal wieder Feedback von den Leuten. Wir haben einige sehr aktive User aus der Crowd gewinnen können, die halt auch uns mit Feedback versorgen. Sicherlich auch zum Teil deutlich motivierter, als es der klassische User macht.
Also das sind nicht, also bei 215 muss man jetzt nicht erwarten, dass irgendwie von 50 Leuten da andauernd irgendwie Mails kommen, aber wir haben halt so 4-5 Leute, die uns wirklich regelmäßig mit ihren Einschätzungen versorgen. Und auch sonst ist es eigentlich als Investment aus meiner Sicht recht attraktiv, weil wir zwar eine Kommunikation mit diesen Investoren haben, aber natürlich eben durch diese rechtlichen Strukturen es auch so ist, dass wir jetzt nicht jeden einzelnen Investor immer um irgendwas fragen müssen. Das heißt also, wir als Unternehmen haben immer noch eine hohe Handlungsfreiheit. Und das ist, glaube ich, gerade in dieser sehr frühen Phase, in der wir gestartet sind, also die Firma gab es damals, ich glaube 4 Monate waren es, als wir gestartet sind, also sehr, sehr früh in der Phase, ist es einfach sehr wichtig natürlich, dass man recht frei agieren kann. Ich denke mal, das ist das Vertrauen, was die Crowd dann den Gründern auch entgegenbringt, dass sie sagen, okay, die wissen schon, was jetzt das Beste in dieser Phase ist und dass man da halt eben relativ wenig Abstimmungsbedarf hat. Mehr Kommunikation nach außen hin. Ja, okay, vielen Dank für den ersten Input. Das ist vielleicht auch ein wichtiges Thema, wenn wir über das Thema Anschlussfinanzierung reden. Wie kann eigentlich die Crowd hinterher mitreden? Wie sehr darf sie sich einmischen, ja und nein sagen oder wie erwünscht sind vielleicht auch Vorschläge seitens der Crowd. Ich bleibe auf dieser Seite, einen Platz weiter rechts aus Ihrer Sicht, sitzt ein anderer Finanzexperte und Gründer gleichermaßen, hat in Münster und Chicago studiert, dann in St. Gallen promoviert, schon 1998 die Berliner Effektenbank gegründet, dann die E-Trade Bank AG und war dann langjähriger mittelständischer Unternehmenssanierer bei der WVM, Westfälische Vermögensmanagement AG, kennt also die Regeln des Kapitalmarkts genauso wie die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen und weiß, wie man gründet und hat in den letzten 10 Jahren darauf gelauert, mal wieder etwas zu gründen, hat dann eigentlich nur abgewartet, bis Dotcom-Crash und Finanzmarktkrise vorbei waren und sich mit dem Thema Crowdinvesting die nächste Möglichkeit ergeben hat. Freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Guido Sandler. Guido, wir haben jetzt gerade schon von Christopher Kamsdorf gehört, wie er Lenster über Seedmatch finanziert hat. Wie läuft es bei Bergfürst? Was wäre da anders gelaufen? Vielleicht noch mal kurz im Vergleich zu Seedmatch und den anderen Plattformen. Also was bei uns anders gelaufen wäre, ist, dass wir abgewartet hätten mit der Finanzierung, bis der Proof of Principle gegeben ist. Weil wir der Auffassung sind, dass Privatanleger sich sehr schwer tun, zu beurteilen, ob ein Managementteam A in der Lage ist, B, wie lange es dauert, C, was es kostet, um ein Produkt oder Dienstleistung zu entwickeln. Und dann als Letztes, ob es auch wahnsinnige Kunden gibt, die dafür tatsächlich Geld bezahlen. Das ist die absolute Hochrisikophase in der Seed-Phase. Und wir setzen erst an, wenn der sogenannte Proof of Principle gegeben ist. Das heißt, wenn die Unternehmen ansatzweise nachweisen können, dass sie Umsätze mit ihren Produkten oder Dienstleistungen erzielen können und jetzt Expansionsfinanzierung brauchen, um Markterschließung, Marktdurchdringung zu finanzieren. Wir haben auch ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, mit diesen Seed-Finanzierungen, dass da die sogenannte Adverse Selection auch ein Problem sein könnte. Abhängig vom Geschäftsmodell, bei dir vielleicht nicht so sehr, aber es gibt durchaus sagen wir, Geschäftsmodelle, wo Zeit sehr essentiell ist und die werden wahrscheinlich nicht unbedingt an die Öffentlichkeit gehen und sagen, ich habe eine super Idee, dummerweise kein Geld, weil es stehen am Wegesrand genug Leute, die irre viel Geld haben und eine Idee auch aufgreifen und dann umsetzen können. Das heißt, man muss sich eben die Frage stellen, ob das immer wirklich die Knallerideen sind, die da auch kapitalisiert werden können. Vielen Dank, Guido. Ich glaube, wir sprechen gleich auch noch ein Stück weit über die Unterschiede, wie das vom Konzept oder von der Struktur her funktioniert bei Bergfürst im Unterschied zu Seedmash und den anderen Plattformen und wo da vielleicht auch die Unterschiede liegen, wenn später Anschlussinvestoren sich beteiligen möchten. Ich wechsle jetzt mal die Seite. Direkt neben mir auf der anderen Seite sitzt der Jurist in der Runde sozusagen. Er ist Rechtsanwalt im Münchner Büro von Hogan & Lovells. Partner der Praxisgruppe Corporate und MA, beschäftigt sich mit Mergers, Acquisitions, Private Equity, Venture Capital, hat viele Immobilientransaktionen, Restrukturierung gemanagt. Was aber besonders wichtig ist, auch für die Runde heute, ist, dass er auch Investoren berät, VCs, die sich an Startups beteiligen, zum Beispiel Target Partners, T-Venture, hat insgesamt 30 Runden mitberaten bei 15 verschiedenen Investoren, berät außerdem Startups wie zum Beispiel hier das Münchner Startup Stylight oder auch U-Taylor und hat auf diesem Wege auch schon mit Unternehmen zu tun gehabt, die über die Crowd Geld eingesammelt haben und damit eine Wette gewonnen, ein Wochenende Skifahren gewonnen. Ich freue mich, dass er heute hier ist, Herr Nikolaus Zion-Giebel. Ja, vielleicht als erste Frage, wie war das genau mit der Wette? Wie haben Sie die gewinnen können?
Ich glaube, ich sitze hier, weil wir tatsächlich auf der Investorenseite oder der Beratung der Investoren als Erste mit dem Crowdfunding zu tun bekamen. Und ich habe auch relativ wenig Erfahrung auf der ganzen Plattformseite und im regulatorischen Bereich, aber eben von der VC-Seite haben wir uns mit dem Thema befasst. Und es war so, dass ein Mandant zu uns kam, hat gesagt, ich möchte hier gerne in ein Startup investieren, aber da ist so etwas Unbekanntes wie ein Crowdfunding drinnen. Könnt ihr mal Due Diligence machen und euch das Thema näher anschauen. Damals haben wir die üblichen Interessen des Investors berücksichtigen, Due Diligence gemacht und dann festgestellt, dass sich einige der Konstruktionen dieser stillen Beteiligung nicht mit den Investoreninteressen verträgt. Und wir haben das unserem Mandanten präsentiert und die Erkenntnis auf Mandantenseite war, das Ganze ist ein Showstopper und dann lassen wir das Investment eben sein. Dann haben wir gesagt, das ist irgendwie schlecht für unsere Beratungspraxis. Wir müssen jetzt kreativ werden und dem Investor immer einen Vorschlag machen, wie er vielleicht doch noch zum Zug kommt. Und haben letztlich dann in Zusammenarbeit mit unserem Mandanten und dem Startup ein Modell entwickelt, dieses Crowdfunding abzulösen oder in einer Art zu ändern, dass aus Sicht unseres Mandanten eben diese Investorenfeindlichkeit verlor. Da ging es hauptsächlich, und das werden wir sicher noch mehr besprechen, um das Thema Verwässerungsbeschutz. Die Form dieses Crowdfunding versprach eine feste Gewinnbeteiligung und eine feste prozentuale Beteiligung, das was Professor Schwienbacher gerade als selbstverständlich vorausgesetzt hat, dass nämlich bei einem Nachfolgeinvestment eine prozentuale Verwässerung eintritt, war da nicht der Fall, sondern da war es so gestaltet, also im Facebook-Beispiel, wenn Facebook am Anfang 100.000 Euro Crowdfunding gehabt hätte und später und dafür 10% Gewinn- oder Exit-Erlös beteiligt gewesen wäre, dann hätte da später eine Milliarde reinfinanziert werden können. Bei dem IPO von 40 Milliarden wären die Investoren mit 10% beteiligt gewesen. Das war ein No-Go für unseren Mandanten. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, na, wir lösen dieses Crowdfunding ab, haben den Investoren alternativ, den Crowd-Investoren alternativ die Rückzahlung ihrer stillen Beteiligung mit einem ganz erheblichen Upside angeboten oder alternativ in eine investorenfreundliche, in die Umwandlung eines investorenfreundlicher Modells. Was wir brauchten, war die Zustimmung von 250 Investoren und diese Zustimmung, da kam es dann zur Wette, als wir das Modell dem Mandanten vorgeschlagen haben, der Mandant gesagt hat, nie im Leben und ich gesagt habe, wette ich dagegen. Und unser Modell war immerhin so, dass wir es nicht allen 250, aber ich glaube 247 oder 248 verkauft bekommen haben und ich damit die Wette und das Schieferwochenende gewonnen habe. Ah ja, super. Vielen Dank. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir den Namen des Startups nicht nennen, auch wenn er vielleicht bei dem einen oder anderen bekannt ist. Was wir aber, glaube ich, schon sagen können, ist, dass es über Seedmatch lief und die im Anschluss ihre Regeln verändert haben. Können wir vielleicht nachher auch nochmal drauf eingehen. Und ich glaube, dass die Venture beteiligt war, kann man auch sagen. Also deswegen sitzen Sie ja auch hier als vierter Gast. Ich gehe mal rüber. Er ist ebenfalls Kaufmann, außerdem Certified Private Equity Analyst der TU München. Hat seine Karriere bei zwei jungen Unternehmen begonnen, der 1&1 Internet AG, außerdem bei einem koreanisch-deutschen Startup, das er aber, glaube ich, nicht mitgegründet, aber dafür mit beendet hat. Er hat nämlich die Insolvenz mit abgewickelt oder mit ausgetragen, eine ganz interessante Erfahrung. Dann ist er bei der Deutschen Telekom Beteiligungsmanager geworden, seit 2010 Investment Manager, eben bei T-Venture, inzwischen Senior Investment Manager und sagt von sich, dass er ein besserer Investor als Gründer ist. Herzlich willkommen, Axel Nitsch. Ja, wir knüpfen vielleicht an das an, was jetzt irgendwie schon angesprochen hat. Sie haben mit T-Venture zweimal in Startups investiert, die Geld von der Crowd bekommen haben, beziehungsweise später Geld von der Crowd bekommen haben. Vielleicht können Sie kurz erklären, was das für Fälle waren. Ja, also es ist beides das Verschiedene gewesen. Wir haben einmal in ein Unternehmen investiert, was vorher Geld von der Crowd eingesammelt hat und wir haben ein Investment gehabt, was nach unserem Investment dann von der Crowd Geld eingesammelt hat. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt, weil man liest ja häufig so ein bisschen, dass die Crowd-Investoren und die Risikokapitalgeber sich nicht so richtig grün sind. Und das kann man eigentlich gar nicht bestätigen, weil uns ist es vollkommen egal, wo das Geld herkommt. Wir sind froh, wenn es mehr Liquidität im Markt gibt, weil wir immer noch zu wenig Liquidität im deutschen Markt haben. Was für uns viel wichtiger ist, ist, dass die Rahmenparameter insoweit stimmen, dass die Interessen aller Investoren
gleichgeschaltet sind und nicht nur alle Investoren, sondern auch der Gründer. Und ich glaube, das ist der Kernpunkt, auf den es auch bei jeglichen Exit-Vorbereitungen zählt, weil ein erfolgreiches Startup ist nicht ein Startup, was viel Geld einsammelt, sondern was nachher einen hohen Multiple beim Exit erwirtschaftet. Und das funktioniert nur, wenn alle Investoren am selben Strang ziehen. Und ich glaube, das ist genau die Herausforderung, diese unterschiedlichen Investitionsmittel gleichzuschalten. Und aber es funktioniert relativ gut. Und man merkt ja auch, dass trotz der kurzen Zeit, wir haben es ja hier an den Charts gesehen, seitdem es Crowdinvesting in Deutschland gibt, schon eine massive Wandlung stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, in so einer kleinen Branche, in der wir uns bewegen, dann auch da in einem kooperativen Modell Lösungen zu finden. Ja, vielleicht bleiben wir mal direkt dabei und auch bei dem Beispiel, das Herr Zingübe schon angesprochen hatte. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht in den letzten 2 Jahren verändert? Warum ist heutzutage vielleicht für ein VC wie T-Venture doch attraktiver geworden ist oder zumindest nicht mehr so problematisch ist, in ein crowdfinanziertes Unternehmen zu investieren? Ja, ich glaube, der größte Hinderungsgrund für einen VC oder für uns bei einem Crowd-Investment eine Folgefinanzierung durchzuführen, sind eigentlich zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, wir wollen einen erfolgreichen Exit machen und wir wollen auch in der Lage sein, das Unternehmen bis zum Exit zu begleiten, und es darf in der Zwischenzeit nichts passieren, was diesen Exit verhindert. Und wenn ich eine unkalkulierbare Gruppe an Investoren mit an Bord habe, kann das schon mal den Exit verhindern. Der andere Punkt ist, und das ist eigentlich der Kernpunkt, ich würde mal sagen, 95% aller Unternehmen, bei denen wir investieren, haben eine Ressource zu wenig, und das ist Cash. Und jegliche Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass bis zum Exit Cash aus dem Unternehmen abfließt, sind für uns sehr unattraktiv. Und insbesondere, wenn man fremdkapitalnahe oder fremdkapitalähnliche Tools für Crowd-Investments hat, führt das in vielen Fällen dazu, dass vor dem Exit unkalkulierbar oder vielleicht auch kalkulierbar Cash aus der Gesellschaft abfließt. Und das muss verhindert werden, weil wir wollen ja, dass das Geld fürs Wachstum aufgewendet wird und nicht, dass andere Leute rausgekauft werden. Und das ist das, was ich meine. Solange diese Rahmenparameter stimmen, ist es mir vollkommen egal, ob das jetzt Crowd-Investment ist, ob das eine Gruppe von Individuen ist oder ob das ein chinesischer Einzelinvestor ist. Das ist mir dann vollkommen egal. Herr Zingübe, einmal noch zu diesem Fall, den Sie eben geschildert haben. Was ist mit den anderen drei Investoren passiert? Die sind inzwischen im Beirat oder Erde. Was haben die sich ausbedungen? Also die haben tatsächlich dann halt, oder anders, das Startup hat vielleicht einen Fehler gemacht, den dreien zu sagen, dass sie die letzten drei sind. Und dann haben die genau das gemacht, was Herr Nitsch angesprochen hat und was das Risiko für einen VC-Investor ist. Und ich glaube, das darf man überhaupt nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, nicht nur eine rechtliche Kontrolle, sondern auch eine faktische Kontrolle über den Gesellschafterkreis zu haben, wenn es in Richtung Exit geht. Und da kann, selbst wenn die vertragliche Konstruktion noch so gut ist und alle Verpflichtungen vorsieht, wenn es der VC verlangt, den Exit zu machen. Es reicht einfach, dass sie dann mit 250 Leuten zu tun haben, von den Unterschriften brauchen, der eine auf den Bahamas gerade Urlaub macht und nicht erreichbar ist, und sie dann von solchen Unwägbarkeiten der Exit abhängt. Und natürlich der Einzelne einen irren Hebel hat, weil er weiß, ohne seine Unterschrift kommt kein Exit zustande. Und ich glaube, das ist vielleicht mindestens so wichtig wie diese ganzen wertmäßigen Beurteilungen, zu sagen, ist das so gebaut und sind die Crowdfunder, die einen wichtigen Finanzierungsbeitrag geleistet haben, aber in der Größenordnung ihrer Beteiligung eben doch vielleicht überschaubare Gesellschafterrechte haben sollten und einen überschaubaren Hebel auf einen Exit haben sollten, sind die so weit weg rechtlich, dass man den Exit allein durchsetzen kann. Und was haben die drei gemacht? Ja, die haben halt ihr Erpressungspotenzial genutzt, was wir dann irgendwie im Einzelfall mal zur Kündigung aus wichtigem Grund der stillen Beteiligung wegen versuchter Erpressung genutzt haben. Und im Übrigen, der Mandant gesagt hat, also ob da jetzt noch zwei Leute drin sind oder nicht, spielt keine Rolle. Und für Seedmatch hat es sich so ausgewirkt, oder Seedmatch hat daraufhin reagiert und seine Strukturen angepasst. Was ist genau passiert und ja, ich, wie bewerten Sie das? Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen unsere Wahrnehmung, wir wissen das nicht positiv. Es ist so, dass wir zweimal einen sehr gleichgelagerten Fall hatten, den beides Mal ist mit dem gleichen Konstrukt umgesetzt haben oder das Crowdfunding auf diese Art und Weise investorenfreundlicher gemacht habe. Beim zweiten Mal haben wir kein Schieferwochenende mehr gewonnen, aber es hat wieder funktioniert. Ich glaube, dass damals, das waren die ersten Investments von Seedmatch.
Ja, und ich glaube, dass die ganzen Plattformen auch einen Lernprozess durchlaufen haben und sich auch erst danach vielleicht mal mit den Investoren zusammengesetzt haben und haben gesagt, wie muss denn unsere Beteiligungsdokumentation aussehen, dass es unkritisch ist, für euch zu investieren. Und so glaube ich, dass wir eben sehr mittelbar, indem wir bestimmte Pitfalls da entdeckt haben, die für Folgefinanzierung schwierig waren, dass wir jedenfalls den Denkanstoß gegeben haben, dass bei Seedmatch dann ein Prozess stattgefunden hat, das Modell umzubauen, das Ganze investorenfreundlicher zu machen. Und die werben heute damit, dass sie ihr Modell mit Investoren abgestimmt haben und die Investoren kein Problem mehr hätten, in solche finanzierten Gesellschaften zu investieren. Ja. Also diese Möglichkeiten, per Veto sozusagen mitzureden beim Schicksal des Unternehmens, hat man jetzt nicht mehr, wenn man sich beteiligt. Ich weiß nicht, Christopher Kampsdorf, bei Lenstar, wie sieht das genau aus? Was glauben Sie, erwarten eigentlich Ihre Crowd-Investor von Ihnen? Wollen die Mitsprache oder wollen die sich eigentlich raushalten und nach 5 Jahren gucken, was da rumgekommen ist? Vielleicht nochmal ganz kurz, um auf den Punkt zurück, mit den Verträgen oder den neuen Verträgen, das war für uns natürlich auch sehr wichtig. Also wir kennen den Case, wir kennen auch das Problem aus den stillen Beteiligungen. Ich beschäftige mich mit dem ganzen Thema der Sharing Economy im Finance-Bereich seit 2005, seitdem es SOPA gibt in England. Das ist Peer-to-Peer-Finance, also nochmal ein anderes Thema, aber deswegen habe ich auch sehr früh mit dem Thema Crowd investiert und habe das auch immer sofort auf der Agenda gehabt, das als ein Investitionsvehikel zu nutzen. Und es kam für mich nie in Frage, aus zwei Gründen. Einmal eben hauptsächlich aufgrund dieser stillen Beteiligungssituation, und der zweite Grund war eben diese Limitierung auf 100.000 Euro, weil ganz offen, 100.000 Euro klingt nach einer Menge Geld, ist aber relativ schnell weg, wenn Sie halt ein paar Mitarbeiter haben, nützt Ihnen also nicht sonderlich viel. Auf der anderen Seite haben Sie halt relativ viel Aufwand, so eine Crowd-Investing halt vorzubereiten, kostet auch recht viel Geld, wenn man das ordentlich machen will. Also dass vielleicht von den 100.000 Euro effektiv irgendwo zwischen 80.000 und 90.000 Euro halt bei der Firma ankommen. Dafür haben Sie dann eine Menge Ärger. Das ist, und Sie wissen noch nicht mal, ob es klappt. Also das ist ja nochmal das Nächste. Wenn mir einer das garantieren würde, würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber das wissen Sie ja auch noch nicht. Darum war für mich einfach klar, okay, in der Struktur ist das keine Finanzierungsoption. Dann gab es eben diesen Wechsel. Und mit der Darlehensstruktur, dem damit gegebenen Neutralität, was die Mitsprache angeht, der Investoren, damit wird das ganze Thema auch für uns auch interessant. Am Ende des Tages glaube ich, die wenigsten wollen auch wirklich mitreden. Also das merkt man ja auch daran, dass wie aktiv halt so die Investoren jetzt effektiv sind. Die da mit uns kommunizieren, die sind einfach sehr positiv uns gegenüber gestimmt und sehr interessiert, aber jetzt auch nicht in der Form, wie es halt so mancher andere Investor vielleicht mal ganz gerne macht, Gott sei Dank bei uns keiner, aber dass er halt einfach meint, er weiß einfach alles besser und erklärt uns, wie unser Geschäft geht. Das haben wir zum Glück nämlich mit solchen Investoren auch nicht. Und ich denke, die sind zufrieden, wenn das bei uns gut läuft. Natürlich wollen die Geld verdienen, die sind auch ein Risiko eingegangen, also von daher haben sie auch alles Recht dazu, da mal einen guten Exit zu bekommen, und wir sind natürlich sehr motiviert, das auch für die Crowd, für unsere anderen Investoren und auch für uns natürlich die Firma so vorzubereiten, dass sie zumindest mal einen guten Return on Investment für alle halt bringt, wie auch immer der aussieht, also Exit ist also eine Option. Guido, du hast das jetzt gerade gehört, diese Geschichte über Seedmatch. Bei Bergfürst läuft es ja ganz anders. Ihr habt im letzten Jahr die erste Emission gemacht mit Urbanara, bisher auch die einzige im Startup-Bereich. Da steht jetzt im August die erste Hauptversammlung an. Was wird da passieren? Also werden da aufgeregte Crowd-Investoren kommen oder wird das relativ geschmeidig ablaufen? Und vor allem, wie können die sich eigentlich einbringen? Worüber wird da entschieden? Also Bergfürst ist ja die einzige Plattform, die tatsächlich Eigenkapitalbeteiligung vermittelt. Alle anderen reden immer von Beteiligung an Unternehmen, aber de facto sind es Kredite, die gewährt werden. Zwar als Nachrangdarlehen, aber de facto sind es kreditähnliche Produkte. Die aber einen sehr eigenkapitalähnlichen Charakter haben, was die Verzinsung angeht. Ja, aber keine Stimmrechte und also rückzahlbar. Und das ist ja auch ein Riesenproblem. Ja, Sie haben es ja eben schon erwähnt, also Mittelabfluss. Und wenn ich mir da diese Protonet-Platzierung anschaue, wo 3 Millionen eingesammelt wurden, und im Mouseover Sie lesen können, dass eine Rendite von 1096% in 5 Jahren erwartet wird, dann sind da 31 Millionen fällig am Ende von 5 Jahren. Und dazu muss man erstmal 70 Millionen verdienen, damit man die freie Liquidität hat, um die zurückzuzahlen. So, und im Worst Case sollen es dann 519%, glaube ich. Das stimmt aber so nicht, wie Sie das jetzt darstellen. Also Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber
die Renditeerwartung hat ja immer mit einem Faktor zu tun, entweder halt Profit, also EBIT oder EBITDA, ich weiß es nicht jetzt, wie es bei Protonet ist, oder halt der Umsatz. Und die Rückzahlung, also sprich, wenn der Umsatz nicht bei 31 Millionen oder 20 Millionen oder 10 Millionen steht, dann danach richtet sich das. Also sprich, wenn Protonet 5 Millionen Umsatz macht, müssen sie halt 5 Millionen zurückzahlen. Ja, gut, aber so oder so hast du immer das Cash-Risiko mit dabei. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied zwischen der Eigenkapitalbeteiligung, die, sagen wir mal, wo die Rendite... 5 bis 7 Jahre sind alle ja, gut, aber du hast Zeiträume. Und es kann auch mal 10, es kann auch mal 12 Jahre dauern. Und das Risiko kannst du bei einer Equity-Beteiligung eben abfedern. Und bei einer fremdkapitalnahen, ähnlichen, wie auch immer, also alles, was irgendwo zwischen Exit und Investment Cash-Abfluss mit sich bringt, ist ein unglaubliches Risiko, weil ich glaube, die wenigsten werden das Geld frei haben. Genau, und vor allen Dingen ist ja, also ich meine, wenn Kreditgeber 5 bis 7 Jahre in so ein Engagement reingehen, dann haben die auch ein berechtigtes Interesse am Ende der Laufzeit zu sagen, jetzt hätte ich auch gerne mal meinen Return zurück. Und beim partiarischen Darlehen gibt es ja noch nicht mal Treuepflichten. Das heißt also, bei der stillen Gesellschaft kann ich ja noch sagen, Unzeitung geht gerade nicht, aber beim partiarischen Darlehen stelle ich einfach Bullet fällig. So, und ich habe eben auch schon Unternehmer getroffen, die gesagt haben, das kann ja irgendwie nicht sein. Ja, ich habe anfangs keine Verwässerung, hört sich wunderbar an, ja, kriege erstmal Geld und alles ist schön. Und die sagen, dann arbeite ich richtig hart und dann wird das ein echter Erfolg und dann laufe ich hinten vor die Pumpe, weil ich illiquide bin und diese partiarischen Darlehen nicht zurückzahlen kann. Denn das löst keine Bank ab, weil die sagen, das ist ein Nachrangdarlehen, ja, das ist eigenkapitalersetzendes Darlehen, das machen wir nicht, das ist kein Kredit. Und Finanzinvestoren sagen, super, gerne frisches Geld, aber garantiert keine Ablösung von Altgesellschaftern. Ja, so, und dann hat man nämlich das Problem, hat man ein richtig gutes Unternehmen hingestellt und bumm, ist man vor der Pumpe. Das heißt also, diese Sachen kommen auch noch mit den guten Cases. Ja? Und deshalb sagen wir eben, es muss echtes Eigenkapital sein. Jeder Venture Capitalist macht Eigenkapital. Ich kenne keinen, der ein partiarisches Darlehen macht, weil man nimmt nämlich das gesamte Downside Risk mit, nämlich das Verlustrisiko, aber nur ein wie auch immer vertraglich geregeltes Upside Potential. Und das ist kein ausgewogenes Angebot. Und wenn wir nachhaltig Privatinvestoren in diese Asset-Klasse reinbringen wollen, die Hochrisiko ist, dann muss ich ihm bitte schön beide Seiten geben, nämlich das Downside-Risk, aber auch das volle Upside-Potential, ohne Wenn und Aber. Wo ist das Upside-Potential limitiert? Wenn wir zum Beispiel nach 3 Jahren einen Exit machen, dann bekommen die genauso wie jeder Eigenkapitalgeber auch eine Beteiligung, die ihrer Höhe entspricht, die sie sich beteiligt ja, haben. Das, also aber das wird genau irgendwie gleiche. Definiert an EBITs oder ich weiß es nicht. Nein, oder nein. Dann ist der Exit-Preis das Kriterium, die Bewertung und nichts anderes. Und von daher ist es genau das gleiche Upside-Potenzial, was sie beim Eigenkapital haben. Und sie haben sogar einen Vorteil gegenüber dem Eigenkapital. Also wenn wir jetzt mal, muss man ja fair auch die Vorteile zeigen. Gewinne, wenn ich Gewinne mache, muss ich an meine Seed-Match-Investoren diese Gewinne ausschütten. An meine Eigenkapitalinvestoren muss ich die nicht ausschütten. Das können wir in der Hauptversammlung oder in der Gesellschafterversammlung definieren. Bitte? Nein, in der Gesellschafterversammlung können wir das definieren, ob wir das ausschütten wollen oder ob wir es in der Gesellschaft behalten. Die Kollegen bekommen zumindest schon mal das Geld ausgeschüttet und wenn die Mehrheiten halt so sind, dann sind vielleicht kleine Einzelinvestoren, wie es bei Ihnen halt sind, auch in einer schwachen Position und bekommen dann die Ausschüttung halt eben nicht. Und das ist da vertraglich geregelt. Also von daher ist es auch da eine sehr unterschiedliche Positionierung, was das Risiko angeht. Und das Upside sehe ich persönlich eigentlich schon als zumindest mal sehr, sehr ähnlich, wenn zugegebenermaßen halt nach 5 bis 7 Jahren dass die Finanzierung halt ausläuft. Und da ist natürlich ein kritischer Zeitpunkt. Also da ist natürlich schon wieder die nächste Asymmetrie drin. Wenn ein Unternehmen verkauft wird, dann bekommt die Gesellschaft da Geld und nicht die Gesellschaft. Ein Darlehen läuft aber gegen die Gesellschaft. Das heißt, die Gesellschaft braucht Liquidität, um das Darlehen zurückzuzahlen. Da wird schon auch schon wieder schwierig. Ja, weil Enterprise Value, Equity Value. Also ja, aber das ist ja eine Rückzahlung des Unternehmens. Bei jedem Darlehen aber auch, dass sie da eine M&A-Klausel drinstehen haben, wenn sie ein LBO hatten oder so, das ist doch immer das Gleiche, dass dann diese Darlehen werden dann in der Regel auch abgelöst, weil das sich der Darlehensgeber halt entsprechend hat reinschreiben lassen, dass er sagt, okay, wenn die Firma verkauft wird, dann will ich erstmal mein Geld wieder haben, weil ich gar nicht weiß, wer die kauft, ob das überhaupt noch der gleiche ist, dem ich das Geld geben würde. Okay, wie aber auch trotzdem immer, ja gut, also aber de facto sagen wir eben, der Privatanleger muss genauso behandelt werden wie der institutionelle Anleger, deshalb braucht er Stimmrechte, deshalb braucht er eine Eigenkapitalbeteiligung. Es kann da keine Verzinsung gegen Eigenkapital in der Frühphase in Finanzierung
Und dementsprechend ist auch die Aktiengesellschaft massentauglich. Das heißt, da muss ich nicht auf die Bahamas fliegen und irgendeine Unterschrift einholen, sondern da wird einfach eine Hauptversammlung anberaumt und die findet 30 Tage später statt. Und egal, ob da ein Aktionär sind oder alle, da wird dann einfach qualifiziert abgestimmt und dann hat man die Beschlüsse, die man braucht. Und trotzdem, wenn man sich anguckt, sind ja so Plattformen wie Seedmatch unheimlich attraktiv, also unheimlich viele Investments, unheimlich viele Tickets gelöst, auch zweite Runden gemacht. Bei Bergfürst läuft es, glaube ich, noch nicht so, wie erhofft. Wie sehr sehnst du dich vielleicht auch nach so einem Donnerwetter oder dass da mal ein Startup vor die Pumpe läuft, damit einfach mal klar wird, wo die Probleme bei diesen Plattformen sind? Überhaupt nicht. Also ich sehe mich überhaupt nicht, dass da irgendwas vor die Pumpe läuft. Aber und ich meine, wir haben ja vorher schon über Regulierung gesprochen. Ja? Wir haben hier ein ganz zartes neues Pflänzlein, sagen wir mal, im Bereich Unternehmensfinanzierung für Privatanleger, was heute durch diese direkte Kommunikation über das Web und die modernen Medien möglich geworden ist. Ich glaube, wir sind hier alle uns ziemlich einig, wir haben viel zu wenig Kapital in diesem Markt. Deutsche Privatanleger investieren irgendwie 50 Milliarden Euro in derivate Produkte. Das sind Wetten gegen Banken, die sie immer verlieren. Volkswirtschaftlich komplett verlorenes Geld, aber hier entsteht kein einziger Arbeitsplatz. Voll reguliert. Und wenn wir Teile dieses Geldes eben in den nachwachsenden Mittelstand reinbringen könnten, ja, dann würden wir Arbeitsplätze schaffen und dann würden wir, wir können bestimmten vergleichbare Chancen Risikoprofil anbieten. Ja, aber das wäre einfach wichtig, dass da was gelingt. So. Auf der anderen Seite muss man jetzt erstmal sehen, was sich da tut und sofort nach dem Regulierer zu rufen, ist natürlich extrem schwierig, weil dann wird da mit der flachen Hand wieder ans Apfelmus gehauen, bevor irgendwas passiert ist, ja, und dann ist schon wieder alles tot. Andererseits muss man natürlich aufpassen, dass sagen wir mal, nicht ganz schnell schon wieder so Wildwüchse entstehen, die ungut sind und dann die Gesamtbewegung beschädigen. Ja, so, und da glaube ich, haben unterschiedliche Plattformen unterschiedliche Vorstellungen, wie man das machen sollte. Vielleicht nochmal ganz kurz auch zu Bergfürst. Was passiert eigentlich, wenn sich ein VC später zum Beispiel in Urbanara beteiligen möchte? Es gab ja auch schon, glaube ich, eine Beteiligung, Media for Equity. Wie muss man sich das strukturell vorstellen? Was passiert da genau? Hast du das Bild aus? Ich glaube, wir haben die Folie parat. Ne? Also, wie gesagt, unsere Prozesse sind etwas weiter fortgeschritten und etwas komplexer, deshalb gehen wir auch in die größeren Volumen. Ich will vielleicht kurz für diejenigen das einmal erläutern, wie das funktioniert. Also Sie haben normal, Sie haben eine, auf der linken Seite sehen Sie eine operative Gesellschaft, das ist in der Regel eine GmbH. Wir haben es bei den GmbHs normalerweise irgendwie mit 25 oder wenn es gut ist, auch mal mit GmbHs mit 50.000 Euro Stammkapital zu tun. Wenn Sie die jetzt formwechselnd in eine Aktiengesellschaft umwandeln wollen, dann haben Sie maximal 50.000 Aktien. Wenn das Unternehmen dann von mir aus 10 Millionen wert ist, dann ist die einzelne Aktie viel zu schwer, weil ich mache, wie gesagt, seit über 25 Jahren Börsengänge und wenn Sie einem Anleger eine Aktie für 100 Euro anbieten, dann sagt er, die ist teuer. Und wenn Sie ihm einen für 1 Euro anbieten, dann sagt er, das ist Penny-Stock, will ich auch nicht haben. So 10 Euro ist ein guter Preis. Es ist nicht möglich, dem Anleger klarzumachen, dass er die Anzahl der Aktien mit dem Preis multiplizieren muss, um zum Unternehmenswert zu kommen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Ja, und wir werden da das Wasser nicht den Fluss, die Isar rauflaufen lassen. Also insofern müssen wir damit umgehen. Und das erfordert für uns unter anderem eine andere Struktur, einen anderen Weg zu wählen. Weil wenn ich ein Wertgutachten habe und wir müssen ohnehin eine Unternehmensbewertung machen für eine Finanzierung, wenn wir das der Öffentlichkeit anbieten, dann haben wir die Möglichkeit, eine Sachgründung zu machen. Das heißt, wir legen die GmbH im Wege der Sachgründung in eine Aktiengesellschaft ein. Und das darf ich zu Stammkapital und bis zu Verkehrswert machen. Also ich kann rein theoretisch aus einer GmbH mit 50.000 Euro oder mit 25.000 Euro Stammkapital beim Unternehmenswert von 5 Millionen ein Grundkapital von 5 Millionen schaffen. Und das wiederum bietet mir die Möglichkeit, kann jeden Zwischenwert nehmen. Ja? Und das bietet mir die Möglichkeit, die Deal so zu strukturieren, dass die Aktie nachher zwischen 10 und 20 Euro kostet. Das heißt, die können immer davon ausgehen, das sind ganz unterschiedliche Unternehmen, die bei Bergfürst kommen, die Aktie wird immer in dieser Range sein, weil es das ist, was der Markt will. So, das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, wenn wir eine Holding AG oben drüber haben, wo wir Personenidentität haben zwischen dem Vorstand der AG und den Geschäftsführern in der GmbH, dann ist später auch ein Trade Sale möglich. Weil wenn hier ein industrieller Käufer kommt, der sagt natürlich, ich will doch hier nicht mit einer Aktiengesellschaft mit 1000 Aktionären mich rumschlagen, Squeeze-out machen und sonst was.
dann würde nach Holzmüller eben entsprechend ein Hauptversammlungsbeschluss gefasst werden mit einer qualifizierten Mehrheit. Das ist operative Geschäft. Hier auf der, hier unten, gibt es hier eine Maus? Ne? Also hier die operative Gesellschaft später verkauft wird. Da sind keine Aktionäre drin. Der einzige Gesellschafter ist die AG oben drüber. Die macht dann einen Aktivtausch, das heißt also Beteiligung wird dann zur Kasse und dann kann die Hauptversammlung beschließen, ob sie liquidiert oder ob sie dem Management neue Aufgaben übertragen möchte, dass die nochmal weitermachen. Und damit ist der Trade Sale möglich. Wir haben es bei Urbanara sowohl mit deutschen als auch mit angelsächsischen Investoren zu tun gehabt und die Angelsachsen wollten natürlich alle in die fungible Einheit, weil die gesagt haben, das ist doch ein zusätzliches Asset, was ich habe, wenn da eine gewisse Fungibilität gegeben ist. Die Deutschen waren da leider sehr zurückhaltend. Und deshalb ist diese Struktur auch ganz attraktiv, weil sie können bei späteren Finanzierungsrunden sowohl über die AG-Finanzierung machen, sie können aber auch, wenn sie mir eine Venture-Capital-Runde machen wollen und dieser nicht in die AG hinein möchte im Wege einer Kapitalerhöhung, können sie den auch neben die AG stellen. Und dann schließt ihr einfach mit der AG wieder die üblichen Verträge mit Tag-Along, Drag-Along, Liquidation Preference, you name it, und beteiligt sich direkt unten an der operativen Einheit. So dass wir also aus verschiedenen Gründen diese doppelstöckige Struktur anstreben. Für im operativen Geschäft hat das keine große Auswirkung, weil die AG hat lediglich einen Vorstand. Der Vorstand ist personenidentisch mit den Geschäftsführern in der GmbH. Sie stellen den Jahresabschluss der GmbH auf und sie machen einen befreienden Konzernabschluss auf Ebene der AG. Das heißt, es ist kein großer Mehraufwand, der dadurch entsteht. Und ganz konkret, es gab auch schon einen Fall, wo sich ein Unternehmen an Urbanara beteiligt hat an der GmbH und da mussten aber die Aktionäre nicht besonders befragt werden. Sondern also unsere Aktionäre haben in der Tat einen Verwässerungsschutz, der sieht aber so aus, dass dann später eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht angeboten wird und die können die Aktionäre dann nehmen oder sie können sie auch lassen und dann verwässert die Quote der AG an der operativen Einheit oder sie bleibt konstant. Okay. Ich würde den Ball ganz gerne nochmal zurückspielen zu der Investorenseite sozusagen, zu Herrn Nitsch und Herrn Zillengiebel. Wenn Sie das so hören, also dieses Konzept bei Bergfürst, jetzt ganz unabhängig von dem Unternehmen, das sich dann da präsentiert und der Idee, der Technologie und so weiter, finden Sie das attraktiv oder sehen Sie da Probleme, die da bei einer Finanzierungsrunde auf Sie zukommen könnten? Ich finde es auf jeden Fall attraktiver als eine wie auch immer geartete andere Konstruktion, weil das sind Standards, mit denen gearbeitet wird und die Standards sind bekannt und mit den Standards kann man gut arbeiten. Also ich zum Beispiel persönlich investiere lieber in GmbHs als in AGs, weil das ist eine einfachere Handhabung und ich kann meine Investorenrechte leichter durchsetzen, aber nichtsdestotrotz ist es halt jetzt nur eine gefühlsmäßige Sache. Ich finde, es ist eine spannende Herangehensweise, insbesondere auch dadurch, dass ich, im Endeffekt ist es ja eine Pooling-Gesellschaft der AG-Aktionäre und auf der einen Seite habe ich nicht das Problem, dass ich mit unheimlich vielen Kleinaktionären mich umschlagen muss, aber und auf der anderen Seite habe ich aber auch die Möglichkeit, mit wirklich Standardprozessen zu arbeiten. Und das Dritte ist, dass ich hier volles Eigenkapital habe. Also ich habe keine ungeplanten Abflüsse, ich habe ganz normale Abstimmungsparameter. Die Aktionäre tragen dasselbe Risiko und dasselbe Upside-Potenzial wie alle anderen. Und das ist meiner Ansicht nach ein relativ attraktives Szenario. Ich meine, der Nachteil, der sich hier natürlich ergibt, ist, dass man das wahrscheinlich nicht für 100.000 Euro machen würde, weil ich schätze mal, dass Sie auch irgendwo, wie Sie schon gesagt haben, Sie brauchen irgendwo Proof of Concept. Also es ist nicht ein Szenario, was wahrscheinlich 4 Studenten und 3 PowerPoint-Slides zur Finanzierung bringt. Aber darauf zielt es ja auch gar nicht ab. Nee, es zielt eben auf die Wachstumsphase ab und wir hoffen auch, dass diese Unternehmen schon Vorfinanzierung haben, weil das ganze Bergfürst-Konstrukt ist ja entstanden, weil ich den neuen Markt auch schon mitgemacht habe und es eigentlich dramatisch fand, was da passiert ist. Und eine wesentliche Sache, die schiefgegangen ist, ist, dass die Corporate Governance komplett versagt hat. Das heißt, da war Weihnachten und Ostern zusammen und alle haben nur noch Provisionen verdient und die Händler haben die Anleger verarscht und also alles ging drunter und drüber. Aber was ist auf der Unternehmensebene passiert? Auf der Unternehmensebene wurden am Ende PowerPoint-Präsentationen kapitalisiert. Also ich habe einen Emittenten bei mir in Berlin sitzen gehabt, der hatte genau 4 Seiten PowerPoint und meinte, darauf wolle er jetzt gerne Geld raisen. Da habe ich gesagt, und dann, aber wo ist das Unternehmen? Und dann ist er zur Deutschen Bank gegangen und hat 60 Millionen eingesammelt.
das ist in dem Beispiel ist das natürlich dramatisch und schlecht, aber ich würde das jetzt nicht als negative Voraussetzung grundsätzlich pauschalisieren. Nein, weil viele, das ist ja gar nicht der Punkt, wo ich hin will, sondern wo ich hin will ist, dass diese Jungs natürlich dann auch relativ schnell gerannt sind und ihre Aktien verkauft haben und gesagt haben, das Papier jetzt umsetzen wird ein bisschen mühsam, lasse ich mal lieber, verkaufe meine Aktien und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Deshalb sagen wir, die Management-Teams, die bei uns Aktien platzieren wollen, dürfen A, schon mal überhaupt keine Umplatzierung machen. Also keiner der Altgesellschafter, weder Finanzinvestoren noch Management-Teams, verkaufen eine einzige Aktie im Rahmen der Emission. Und das Management-Team legt eine Businessplanung von 3 Jahren vor bei uns, standardmäßig, damit die Anleger auch wissen, was geplant ist und wo das Geld reinfließen soll, was ihr zur Verfügung gestellt wird. Und dementsprechend muss das Management-Team auch einen harten Lock-up von 3 Jahren akzeptieren. Das heißt, die dürfen die 3 Jahre des Businessplans, den sie vorlegen, nichts verkaufen. Und es gibt eine relativ hohe Sicherheit, dass das nicht Wolkenkuckucksheim ist, was da präsentiert wird, sondern dass es schon nach gutem Gewissen gemacht wird, weil diese Leute haben natürlich ihren wesentlichen Vermögenswert auch in diesem Unternehmen gebunden und wollen natürlich auch, dass sie den irgendwann mal durchtragen können. Das Weitere ist es eben, und da wollte ich drauf hinaus, dass wir hoffen, dass diese Unternehmen auch Finanzinvestoren haben, weil die breite Masse der Privatinvestoren ist nicht in der Lage, so ein Unternehmen zu kontrollen und vor allen Dingen die Mittelverwendung zu überwachen. Weil wir wissen alle, wenn sie aus so einer Emission 3 Millionen auf den Tisch legen, dann werden manche Leute ein bisschen komisch im Kopf. Ja, denen fallen dann auf einmal Sachen ein, die nicht im Businessplan stehen, muss man vorsichtig auszudrücken. So, also der Unternehmer an sich ist schnell kriminell, sobald er kein Geld hat? Nein, oder? nein, überhaupt nicht. Aber ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich meine, das vorkommt, glaube ich, schon. Aber ich glaube, dass der Unternehmer erstmal derjenige ist, der seine Firma am besten kennt und am besten auch weiterführt. Ja, ich gehe dich doch gar nicht persönlich an. Ich bin auch Unternehmer. Ja, ich investiere auch Geld. Aber der Punkt ist, wir müssen massentaugliche Strukturen schaffen. Und wir können einfach feststellen, dass zu Zeiten des neuen Markts, ich habe keinen Businessplan gesehen, wo ein Learjet drin stand. In Europa gab es keinen einzigen mehr zu kaufen. Die waren alle weg. So, teilweise hatten die Unternehmen 2 von den Dingern. So, und da muss ich sagen, irgendwas hat nicht funktioniert. Ja, jetzt wird es in unseren Fällen bei 3 Millionen kein Learjet sein, weil dann ist alles weg. Aber es reicht ja auch schon, wenn die auf einmal auf die Idee kommen und sagen, jetzt brauchen wir auf einmal einen Firmenwagen und zwar einen Porsche. Ist auch nicht sachgerecht. Und deshalb brauchen wir Finanzinvestoren, die als Aufsichtsrat die Mittelverwendung überwachen können. Und zwar die Mittelverwendung, so wie sie in der Businessplanung drinsteht. Und deshalb bitten wir auch die Finanzinvestoren, einen gestaffelten Lock-up über 3 Jahre zu akzeptieren, damit sie als Aufsichtsräte eben auch ein Interesse haben, sich um das Geld zu kümmern. Und nur so kann ich doch an die freien Aktionäre, an den Kapitalmarkt herantreten und sagen, das ist eine Struktur, der kann man auch Vertrauen schenken. Ja, das ist so, wo wir hinwollen. Natürlich gibt es für alle eine Acceleration, also alle dürfen verkaufen in dem Moment, wo es einen Trade Sale gibt. Ja, da stellen wir uns ja nicht hin und sagen, April, ihr dürft erst in 2 Jahren, weil da ist noch ein Lockup drauf, das wäre ja schön blöd. Also das ist die Acceleration, die es gibt. Aber ansonsten müssen wir einfach Strukturen schaffen, die auch bei den Anlegern Vertrauen erwecken können. Ja, vielleicht direkt dazu, Christopher Kamsow, wie schafft ihr das, Vertrauen zu erwecken bei euren Crowd-Investoren? Oder habt ihr das jetzt gar nicht mehr nötig, wo die eingefangen sind? Wir sind verpflichtet, über die gesamte Zeit des Investments, also 5 bis 7 Jahre, quartalsweise über das Geschäft zu reporten. Das heißt, wir arbeiten mit einer Controlling-Firma zusammen, die von Seedmatch kommt. Also das heißt, da wird auch ein gewisser Standard dann gewahrt. Versorgen die mit Zahlen und diese Zahlen werden gegen unsere Planung halt abgeglichen. Dazu schreiben wir dann noch ein kurzes Reporting und erzählen halt, was passiert ist im Endeffekt, was für eine Firma in unserer frühen Phase, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Form von Transparenz auch ist. Also wir haben natürlich auch vorher eine Planung machen müssen, 5 Jahre. Natürlich ist eine Planung bei einer sehr, sehr jungen Firma extrem schwierig zu machen. Ich denke, das wissen wir alle. Was aber nicht zwingend heißt, nur weil die Planung nicht eintrifft, zum Beispiel, dass die Firma schlecht ist, weil sich Dinge vielleicht einfach nur mal verzögert haben und auf der anderen Seite halt Dinge vielleicht auch wieder sich 2 Jahre später auf einmal sehr, sehr schnell entwickeln. Also es ist natürlich für mich jetzt, ich habe eine Planung für 5 Jahre gemacht, aber was in 2016 ist, ich habe keine Ahnung. Also kann mir natürlich einen Gedanken darüber machen, aber gut, das ist halt sehr, sehr schwierig. Aber ich informiere halt darüber und ich informiere auch eben nicht nur darüber, wie die Zahlen sind, sondern ich informiere auch über das Geschäft. Und also sprich, was haben wir für interessante Kontakte gemacht oder mit wem sind wir gerade im Gespräch, damit einfach ein Eindruck entsteht, was wird hier getan. Und natürlich müssen wir uns auch rechtfertigen, was die Kostenseite angeht. Was machen wir eigentlich mit eurem Geld und wo haben wir das eingesetzt? Und also von daher, glaube ich, wird da schon sehr, sehr viel eigentlich für Transparenz getan. Interessanterweise vielleicht, es wird gar nicht so oft abgerufen. Also das ist eben auch immer die Frage, auch bei den AGs, die es ja auch lange gibt, wer weiß denn jetzt wirklich eigentlich, wenn er bei Volkswagen investiert hat, wie viel Umsatz die jetzt im letzten Jahr gemacht haben und wie viel Profit die gemacht haben. Also irgendwie sind einige Leute da dann auch
gar nicht so tief interessiert. Ganz kurz, Herr Nisch, bevor Sie wieder zukommen, ich würde Herrn Zirngiebel einmal gerne wieder ins Gespräch bringen, weil Sie, wenn Sie für Finanzinvestoren oder Investoren mit Startups verhandeln und auch in diesen beiden Fällen, wo es um das Thema Crowdinvesting ging, dann rufen Sie ja diese Daten schon alle ab und gucken sich diese Reportings auch alle an. Sind Sie zufrieden mit dem, was die crowdfinanzierten Startups da vorlegen, oder ist das Spielerei und die Investoren gucken nochmal ganz genau hin und fragen das ganz anders ab? Ja, wir müssen, glaube ich, unterscheiden zwischen einer Financial Due Diligence und Business Due Diligence, die vielleicht von einem Financial Berater gemacht wird und die von einem Investor selbst gemacht wird. Also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie intensiv sich ein VC-Investor mit dem Unternehmen befasst und wie die das Geschäftsmodell hinterfragen, durchrechnen, ihre eigenen Modellrechnungen machen. Und da ist natürlich die Datenbasis vorhanden. Und ich glaube, das hat überhaupt nichts mit einem crowdgefundeten Unternehmen zu tun oder Start-up, sondern es ist ganz natürlich, dass je jünger ein Unternehmen ist, desto schlechter die Datenbasis vielleicht einfach, die vorhanden ist. Ich würde immer allen... Es gibt doch gar nicht so viele Daten, das ist ja der Punkt. Genau, es gibt vielleicht auch gar nicht viele Daten und wenige, die nach oben zeigen, sondern außer die Planung. Die Kosten. Ich würde allen sagen... sich einfach von Anfang an vernünftig beraten zu lassen. Also auch die Start-ups, lieber am Anfang, dass das Geld irrsinnig knapp und die sehen es nicht ein, wieso sie 1 Euro für eine Rechtsberatung oder ein WP oder sowas ausgeben sollen. Aber das fällt ihnen alles wieder auf die Füße. Und spätestens, wenn man dann halt für einen Mandanten sich ein Investment anschaut und die ganzen Fehler vor dem Investment beseitigen muss, das ist im Aufwand sehr viel höher, als hätte man es von vornherein richtig angegangen. Herr Nitsch, dazu? Ja, genau dazu. Also es mag sich nach Werbeveranstaltungen für teure Anwaltskanzleien anhören, aber interessanterweise, wir sagen das bei jedem ersten Gespräch, spart nicht an den Beratern, spart nicht an den Anwälten, nehmt euch lieber jemanden, der das kann, weil es ist genauso, alles, was man am Anfang schludrig macht, fällt einem auf die Füße, und ein Anwalt, der noch nie einen VC-Vertrag oder einen Investmentvertrag gemacht hat, macht Fehler. Also da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Genau, die Skireise ist nächstes Mal, machen wir zusammen. Nein, aber ich wollte noch ganz kurz zu dir den Punkt mit dem Reporting sagen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der hier ein bisschen hinten übergefallen ist, weil der Wert, den Investoren mitbringen, ist nicht nur der reine finanzielle Wert. Im Crowdinvesting ist es schon so, dass es eher das Geld ist und dass es der einzige Rückkanal sozusagen das Reporting ist, das ihr liefert. Das ist auch vollkommen okay so, weil ich glaube, das ist auch allen Beteiligten bewusst. Aber als VC schreiben wir uns immer auf die Fahnen, dass wir wesentlich mehr mit an den Tisch bringen als nur Finanzierung, und insbesondere in Unternehmen. Ich glaube, ihr seid ein Sonderfall, weil ihr schon ein bisschen, sagen wir mal, etabliertere Strukturen habt. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass Unternehmen, die wirklich Seed sind, nicht in der Lage sind, diesen Prozess alleine zu managen. Und die brauchen Unterstützung, und die brauchen Unterstützung von Leuten, die das schon 100-mal gemacht haben. Und das ist nicht so, dass man Quartalsberichte bekommt, sondern ich sitze jede Woche mit den Leuten zusammen und im schlimmsten Fall auch jeden Tag. Und das ist aber ein beidseitiger Prozess. Und natürlich verstehen die Gründer das Geschäft immer besser als jeder Investor, der von außen kommt. Aber der Investor hat schon 20, 30 Mal gesehen, wie ein Unternehmen skaliert. Und ich glaube, dass dieser Aspekt dieses Rückkanals und der Hilfestellung von professionellen Investoren beim Crowdinvesting ein bisschen hinten überfällt, weil gerade in der Gründungsphase, über die wir hier reden, also 100.000 bis 500.000 bis 1 Million, werden die meisten Fehler gemacht, die nachher unheimlich schwer auszugleichen sind. Und da ist es umso wichtiger, dass man jemanden mit an Bord hat, der Händchen hält und auf die Fehler hinweist. Und als letzte Bemerkung noch, weil wir eben das Verhalten, wenn das Geld auf dem Konto ist, angesprochen haben, ich kann das nur hundertprozentig bestätigen. Das ist jetzt nicht irgendwie kriminelles Interesse von jedem Gründer, aber wenn dann erstmal 1,5 Millionen, 3 Millionen auf dem Konto sind, dann kauft man schneller mal für 100.000 Euro einen Stand auf einer Messe, als man das vorher gemacht hätte. Und das ist auch völlig natürlich, weil das Geld einfach da ist. Und dass dieses Regulativ, dass da jemand draufschaut, das ist unglaublich notwendig, ob das jetzt über einen Aufsichtsrat passiert oder über eine sehr enge Steuerung mit einem Investor. Und ich meine, beide Seiten müssen sich dessen bewusst sein, dass das ein beidseitiger Prozess. Und wenn man das nicht will, ist das vollkommen okay, aber man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass da eine Hilfestellung geleistet werden kann. Wir öffnen gleich für Fragen, ganz kurz dazu, Christopher. Ja, also ich kann das auch mit dem Berater nur bestätigen. Also wir haben das bei uns so gelöst, dass einer unserer Business Angels, der gleich von Anfang an wirklich von der Gründung quasi dabei war, ist quasi ein Kollege, der auch von einer größeren Kanzlei, der sich auch für das Thema interessiert und betens halt eben seine Expertise damit reinbringt. Und
Da bin ich absolut d'accord, dass hoffe ich, dass uns das später auch noch viel bringen wird, eben wenn Due Diligence halt gemacht wird, aber hat auch sicherlich jetzt auch bei der Beurteilung von Crowdinvesting zum Beispiel geholfen, dass wir da einfach gut vorbereitet sind und vor allem aber auch selber uns das gut genug überlegen können, dass wir einfach die Konsequenzen halt auch beurteilen konnten, die so ein Investment hatte. Aber das kann doch eigentlich auch eine Stärke von Crowdinvesting sein, dass man da eben in einem Umfeld über die Plattform Investoren sucht und die Plattform einem dabei hilft, diesen Weg zu gehen und diese Prozesse und Strukturen aufzustellen. Ist das passiert bei Seedmatch oder passiert das bei Bergfürst? Also wir spannen ein Spielfeld auf für Investoren und Emittenten und wir mischen uns nicht ins Spiel ein. Also wir machen nur die Regeln, ja, und wir mischen uns da nicht ins Spiel ein. Das heißt, wir haben klare Auswahlkriterien. Wir sagen eben, der Proof of Principle muss plausibel und nachweisbar sein. Der Kapitalbedarf von ab 2 Millionen muss zumindest 70% in Markterschließung, Marktdurchdringung gehen. Bis zu 30% sollten in weitere Produktentwicklung gehen. Wir erlauben keine Umplatzierungen, wir verlangen die Lockups. Das sind so die Regeln, die wir alle haben. Und wenn da einer kommt und sagt, das will ich nicht, dann geht's nicht. Aber wir können, also wir gehen natürlich nicht in Aufsichtsräte rein oder begleiten das. Deshalb suchen wir Unternehmen, wo eben Finanzinvestoren drin sind, damit genau diese Funktionalitäten abgebildet sind. Ja, weil wir sehen das auch so, wenn ein Gründer gründet ein Unternehmen auch nur einmal und ein Aufbau eines Data oder die meisten, eben ich bin eine Ausnahme, also gibt es vielleicht auch noch andere, aber wenn man da in den Wald der Investoren reinruft und sagt, wie funktioniert Datev, da kommt keine schlüssige Antwort zurück. Ja? Oder wie baue ich ein Controlling für mein Unternehmen auf, da kann ich nicht eine Crowd fragen, das bringt nichts. Da brauche ich Leute, da muss ich das Weiß im Auge sehen, der muss am Tisch sitzen und der muss das schon mal gemacht haben und Expertise und Kompetenz mitbringen. Ja, und deshalb sagen wir, diese Strukturen müssen da sein und diese Unternehmen sind dann auch schon an Reportings gewöhnt, weil die Finanzinvestoren natürlich auch Financial Reportings haben wollen. Und dann sagen wir, ist ein erster Reifegrad erreicht, dass man diese Unternehmen auch auf die Öffentlichkeit loslassen kann. Okay, ganz kurz noch ein Ausblick, bevor wir dann Fragen annehmen. Christopher Kamsdorf bei Lenstar, wann begebt ihr euch auf die Suche nach einer weiteren Finanzierungsrunde und siehst du beim Thema Crowd Investing irgendwelche Probleme, die ihr lösen müsstet? Also steht euch die Crowd da im Wege oder gar nicht? Also wir haben jetzt gerade eben eine Angel-Runde geschlossen, in der wir nochmal Geld aufgenommen haben. Das sind auch neue Investoren gewesen, die also sprich sich mit der Crowd-Situation sozusagen auch auseinandergesetzt haben. Das war eigentlich unproblematisch. Wir sind sicherlich jetzt für den klassischen VC, kommen wir, glaube ich, jetzt so langsam in die Phase, dass wir da interessant werden. Und da als einzigen Hinderungsgrund sehe ich halt eher, also die, es wurden ja einige Nachteile des Darlehens genannt, zum Beispiel mit der Auszahlung und so weiter. Das finde ich persönlich nicht ganz so schlimm, weil es da auch Regeln gibt, wie diese Auszahlung stattfinden muss, dass die gestreckt werden kann etc. pp. Ich sehe da eher so ein Problem aus der klassischen Struktur bei einem Exit halt, dass eine Auszahlung halt an ein Darlehen zuerst erfolgt und dann ans Equity erfolgt, sprich die von vielen Finanzinvestoren so geliebte Liquidationspräferenz, also sprich ich bekomme als erstes mein Geld, die ist dadurch ein bisschen abgeschwächt. Ich persönlich mag die allerdings eh nicht, also von daher finde ich das auch nicht so schlimm. Aber diese partialischen Nachrangdarlehen kommen ja erst nach der Liquidation Preference zum Zuge, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ehrlich gesagt, muss man den Juristen fragen, ich weiß es gar nicht. Wer weiß denn das? Also mein Verständnis wäre, dass sie auch vorher kommen. Also dass erst die Gesellschaft ihre Schulden zahlen muss, also auf das Darlehen zahlen muss, bevor die Eigner einen eigenen Erlös bekommen. Oder anders, okay. Es würde, das haben Sie vorher gesagt, es würde den Kaufpreis reduzieren, den die Eigner bekommen. Also das ist eine spannende Frage, über die ich auch mit Herrn Horne vorher geredet hatte. Wann kommen diese Darlehen zum Zuge? Und Seedmatch zum Beispiel liefert in seinen FAQ da keine Antwort zu, sondern sagt, das steht im Vertrag. Also, oder wird woanders beantwortet, da müsste man vielleicht nochmal genauer hingucken. Guido, Ausblick bei Bergfürst. Ihr habt jetzt auch Immobilien, die ihr über die Plattform finanziert. Der Kurs von Urbanaris ist so ein bisschen abgesagt. Ist so ein bisschen die Musik raus beim Thema Startups, die über euch Geld einsammeln? Oder kommt das erst noch? Nein, da ist überhaupt nicht die Musik raus, aber wir müssen natürlich die richtigen Kandidaten haben und die bereiten wir in aller Ruhe vor. Also wir machen keine Kompromisse bei der Qualität. Und insofern, wir haben super Gespräche, wir haben tolle Unternehmen und da wird eine Menge kommen und parallel dazu eben die zweite Asset-Klasse Immobilien.
Herr Zillengiebel, Herr Nitsch, wir haben gehört, dass es jetzt schwieriger ist, mit Seedmatch Wetten zu gewinnen, wie das am Anfang passiert ist, also dass Sie Ihre Regeln verändert haben. Ist jetzt alles zur Zufriedenheit der Investoren gelöst oder würden Sie sich auch andere Modelle noch wünschen, zum Beispiel über Pooling-Gesellschaften oder noch eine andere Form des Verwässerungsschutzes? Wir haben ja auch verschiedene Beispiele eben von Herrn Schwienbacher gehört, zum Beispiel das Brüsseler Beispiel, das vielleicht ganz interessant ist. Also glauben Sie, da muss sich noch was ändern bei den Plattformen, damit ja, die Frage der Anschlussfinanzierung ja, leichter zu beantworten ist? Ja, das Schöne ist ja, dass ich in kein Unternehmen investieren muss. Das heißt, dass ich da immer noch die Wahlfreiheit habe. Aber wenn ich tatsächlich eine Wunschliste abgeben müsste, dann würde ich sagen, ich würde gerne viele Leute haben, die in Unternehmen investieren. Wenn ihnen das Risiko bewusst ist, dann sollen sie das aber nach ganz einfachen Eigenkapitalregeln machen und am besten auch gepoolt, damit ich nur mit einem einzigen sprechen muss und nicht mit ganz vielen. Also Eigenkapital gepoolt, das wäre das Schönste. Herr Zillengiebel? Ich glaube, das war ein bisschen das Bergfürst-Modell, das Sie jetzt noch promotet haben. Das ist auch das Richtige. Ich glaube, wir würden es uns in jedem Einzelfall wieder anschauen, ob die derzeitige Dokumentation so ist, dass jeder VC einen Haken dran machen würde, weiß ich nicht und glaube ich nicht. Man müsste sich es im Einzelfall anschauen. Mir gefällt das Bergfürst-Modell tatsächlich ganz gut. Was mir weniger gut gefallen hätte, wenn die Aktienausgabe durch die operative Gesellschaft erfolgt wäre, aber dadurch, dass Sie eine Holding-AG haben und das ermöglicht ja alles, das ermöglicht den Einstieg des Investors auf der unteren Ebene, ermöglicht einen separaten Exit auf der unteren Ebene und führt letztlich dazu, dass das ist, was auch Herr Nitsch als letztes gesagt hat, dass die Investoren gepoolt werden, womit wir, glaube ich, vorher angefangen haben, nämlich gesagt haben, das Wichtigere als noch die Vermögensrechte sind irgendwie die Kontrolle über den Gesellschafterkreis und da gefällt mir das Modell sehr gut. Vielleicht noch ein Zusatz. Eigentlich ist mir die Finanzierungshistorie relativ egal, weil im Endeffekt geht es immer um das Unternehmen. Und wenn ein Unternehmen gut ist und wir da investieren wollen und die Gesellschaft uns haben will, dann findet man immer eine Lösung. Und ich glaube, ein gutes Unternehmen, was über eine etwas exotische Finanzierungsstruktur finanziert ist, wird mich nicht davon abhalten, in Finanzierungsdiskussionen zu gehen, weil das Unternehmen ist das, was zählt und nicht, wie die Struktur aufgestellt ist. Wir hatten ja am Anfang dieses Beispiel, wo T-Venture dann trotzdem investiert hat, auch wenn es vielleicht schwierig war. Hat das Startup dann schlechtere Konditionen bekommen oder was war sozusagen der Discount, den die in Kauf nehmen mussten, dafür, dass sie erstmal dieses Problem lösen mussten? Die haben ja keinen Discount in Kauf genommen, sondern die haben den Vorteil in Kauf genommen, dass sie jetzt eine bessere Struktur haben, als sie vorher hatten. Also. Ja, sehr schön. Okay, also so viel für den Moment. Jetzt haben wir noch Zeit für Fragen aus dem Publikum und ich glaube, es wäre ganz schön, wenn Herr Ornoff und Herr Professor Schwienbach auch nochmal dazukommen und vielleicht auch nochmal, falls es Fragen gibt, mit Rede und Antwort stehen. Ein Thema, das wir ein bisschen ausgeklammert haben, ist Regulierung, aber wenn es dazu Fragen gibt, auch gerne. Da ganz hinten, haben wir so eine Art Raummikro oder geht das so? Meine Frage wäre, ich habe mich auch mit dem Thema Crowdfunding auseinandergesetzt, habe persönlich nicht über Crowdfunding investiert bis dato, weil ich gesagt, wir haben ein paar Kunden. Vielleicht nochmal mit Mikro, weil das ist... Ja, also ich habe mich auch mit dem Crowdfunding-Thema beschäftigt, privater Natur, dachte, vielleicht kann man da ja irgendwie ein paar Euro investieren. Bin aber wieder zurück zur traditionellen Börse gegangen, weil da kann ich A, die Vergangenheit analysieren und aufgrund der Daten auch die Zukunft abschätzen. Risikomäßig ist ja alles drin, auch an der Börse. Ich kann einen Totalverlust erleiden, kann aber auch mit Facebook richtig groß gewinnen, auch jetzt nach dem IPO noch. Deswegen meine Frage. Nachdem ich mir den Crowdfunding-Market angeschaut habe, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das sind die Startups, die von institutionellen Investoren, von Business Angels kein Geld bekommen haben. Also tendenziell erstmal diejenigen, die vielleicht nicht so das tolle Geschäftsmodell haben per se. Deswegen würde mich von dem Herrn T-Venture interessieren, hätten Sie in Ihre zwei Startups auch damals schon, wie die Crowdfunding gesucht haben, investiert? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Und den Herrn, der Crowdfunding gemacht hat, den würde ich gerne fragen, welche Investoren haben Sie angesprochen, institutionell wie auch private Business Angels und warum haben die nicht investiert? Und warum sind Sie dann im Anschluss zu Crowdfunding übergegangen? Erstmal Herr Nitsch und dann Herr Kamsow. Also hätten wir vorher auch investiert. Wir sind zwar nicht besonders dogmatisch in unseren Investitionsrahmenparametern, aber wir fangen eigentlich erst so im B-Rundenbereich an. Das heißt, Unternehmen, die im niedrigeren Seed-Crowdfunding-Bereich sind für uns eigentlich keine Investitionskandidaten. Deswegen würde ich sagen, wir hätten wahrscheinlich nicht investiert, weil die Unternehmen damals noch nicht so weit gewesen wären. Aber ich glaube, was man schon
sehen kann und wir kriegen relativ viel Dealflow mit. Ich würde mal sagen, es gibt relativ wenig Dealflow, der in Deutschland umgeht, der nicht irgendwie über unsere Tische geht. Es gibt zwei Kategorien von Unternehmen, die man bei Crowdfunding-Plattformen findet. Die einen sind die, die sich bewusst fürs Crowdfunding entscheiden. Das ist super, weil die haben diese bewusste Entscheidung getroffen und ich glaube, dass die auch da einen großen Vorteil daraus ziehen werden. Die anderen sind allerdings auch die, die vorher genau das, was Sie angesprochen haben, anderthalb Jahre die Runde gedreht haben in Deutschland und kein Geld bekommen haben und dann übers Crowdfunding Geld bekommen haben. Das ist aber ganz wichtig vielleicht noch, das ist kein Qualitätsmerkmal, weil es kann durchaus sein, dass ich meine, wir sind auch keine, wir können auch nicht hell sehen. Es kann durchaus sein, dass die Unternehmen, die übers Crowdfunding, die vielleicht vorher eine Absage bekommen haben und die übers Crowdfunding Geld bekommen haben, nachher wesentlich besser dastehen, als wir uns das eigentlich erhofft hätten. Sowas passiert immer wieder. Nö, würde ich nicht sagen. Wobei das sogar für Startups ja nicht ungewöhnlich ist und zeichnet vielleicht sogar ein Startup aus, wenn es in der Lage habe. Was ich mir vorgestellt habe, ich meine, wenn man gründet, und da kann ich, glaube ich, ganz gut ja auch, wie Sie ja auch, aber man hat einen gewissen Plan, so, und dann kommt die Realität. Und dann stellt man fest, okay, ein paar Sachen, die ich mir geplant oder überlegt habe, funktionieren nicht ganz so, andere Sachen funktionieren auf einmal viel besser, als ich es gedacht habe. Dann muss ich adaptieren. Und das, wie gesagt, zeichnet, glaube ich, auch ein Unternehmer aus, dass er da in der Lage zu ist. Und zu der Frage, haben wir sonst kein Geld bekommen? Also wir haben parallel zur Seedmatch-Finanzierung sowohl vorher als auch sozusagen während der Finanzierung Angel-Investments gemacht, hatten Commitments von Angels. Das ist sozusagen eine gewisse Variabilität, die wir mit denen besprochen haben, weil wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt Summe X. Ein Teil kommt von Seedmatch, ein Teil kommt von euch, und wenn der Teil von Seedmatch halt kleiner geworden wäre, dann hätten die Angels halt mehr gemacht und hätten das auch sehr gerne, glaube ich, getan. Also es ist mitnichten so, dass wir das Geld nicht gefunden hätten. Es ist natürlich so, dass sie da, das stimmt vollkommen, also man ist in einer sehr frühen Phase. Das heißt, den klassischen VC brauche ich, oder brauchte ich damals vor allem gar nicht ansprechen, weil der sagt, okay, Christopher, ihr seid jetzt gerade draußen, ihr habt einen gewissen Plan, klingt alles schön, aber das ist einfach, wir machen Investments halt eben nicht von 100.000, weil eine T-Venture oder auch andere, wenn die halt anfangen, 100.000 Investments zu machen, dann haben die nachher 100 Firmen im Portfolio und das kann man auch nicht wirklich überwachen. Und da ist auch keinem mit geholfen, darum machen sie es dann halt auch gar nicht erst. Also sie gehen halt erst in ein größere Investment rein, weil sie halt irgendwo ihr Portfolio strukturieren wollen. Das heißt, wir müssen auch erst eine gewisse Reife oder Firmen müssen eine gewisse Reife haben. Und ich glaube, dass eine Firma wie Protonet, die jetzt 3 Millionen darüber geholt hat, dass die es auch geschafft hätte, einen guten VC zu holen, weil es einfach, weil ein sehr, sehr gutes Team ist und ich denke auch ein ganz gutes Produkt einfach ist. Und damit hätten die auch Geld gefunden. Wenn ihr nochmal eine Runde macht, wäre Crowdinvesting nochmal ein Thema oder nur, wenn es anders nicht klappt? Nee, auf jeden Fall wäre das ein Thema. Also das ist, ich meine, gerade jetzt, wo wir haben die ganzen Strukturen, die wir für die Crowd brauchen, haben wir jetzt schon etabliert, also das Controlling und die ganzen Sachen, die ich vorhin auch erwähnt hatte. Also sprich, der Mehraufwand, den wir jetzt noch hätten durch ein weiteres Crowd-Investment, wäre relativ gering, wäre halt nur mit der Kampagne drin. Und auch das Risiko sozusagen weitere, also wir haben halt keine neue Finanzierungsform da mehr im Beteiligungsportfolio von uns sozusagen drin. Und von daher wäre das auf jeden Fall eine Option. Okay, weitere Fragen? Ich fangen wir da hinten an. In den USA sind nahezu alle VC-finanzierten Unternehmen Delaware Incorporated, also Aktiengesellschaften mit Common Stock für die Gründerunternehmer und Preferred Stock für die Investoren. Warum sagen Sie, dass es Ihnen nicht gefallen würde, wenn die operative Gesellschaft Aktien ausgibt? War das an mich oder an ihn? Ja, der Punkt ist, dass wir es dann mit der Vielzahl, es ging mir nicht um die Gründer, es ging darum, wie ist die Crowd beteiligt. Und wenn wir darüber reden, dass wir eine direkte Eigenkapitalbeteiligung einer Vielzahl von Personen haben und in diesen sehr großen Gesellschafterkreis der institutionelle Investor investieren soll, dann muss er, wenn es später um den Exit geht und um den Verkauf von 100% der Anteile an der Gesellschaft, muss er diesen gesamten Crowd-Bereich einsammeln. Und das ist das, was wir, glaube ich, versucht haben zu betonen. Die Kontrolle des Exit und tatsächlich dann, wenn das Management sagt und wenn der VC sagt, jetzt wollen wir einen Exit machen, will man sich nicht der Erpressbarkeit der großen Anzahl von Investoren aussetzen. Und das hätte man eben, wenn ich, und dann brauche ich nämlich wieder die Unterschrift und kann nicht nur zur HV einladen, wenn ich die Unterschrift des Einzelnen dafür brauche, dass er seine Aktien verkauft und nur dann habe ich 100% eingesammelt,
Dafür ist es einfach erforderlich, dass man zu irgendeiner, wie auch immer gearteten, indirekten Beteiligung kommt. Und in dem Bergfürst-Beispiel ist es eben so, dass das auf der Ebene unten verkauft werden kann. Da habe ich dann die AG als Verkäufer, vertreten durch ihren Vorstand und durch Personen, die man eben kennt und kontrolliert. Und der VC, der unten beteiligt ist, verkauft seine eigenen Anteile. Ich glaube, es geht um das Thema Erpressbarkeit und Kontrolle. Und es ist immer ein großes Vertrauen für einen VC, in einen bestimmten Gesellschafterkreis zu investieren. Und die Leute schauen sich ganz genau an, wer ist daran beteiligt. Und man hat immer ein Gründerteam, das sind vielleicht 3, 4, 5 Leute. Das ist ohnehin ein unberechenbarer Risikofaktor, wie die sich verhalten und wie die reagieren. Dann gibt es vielleicht ein paar Business Angel, die kennt man im Markt, das sind immer die gleichen. Und dann gibt es Investoren, und da investiert auch nicht mehr jeder mit jedem, weil sie schon gute und schlechte Erfahrungen gemacht haben. Sondern das ist was das Thema Vertrauen wahnsinnig wichtig ist in den Gesellschafterkreis, um sich dann nicht den Exit kaputt zu machen. Okay, es gab, glaube ich, noch eine Reihe von Fragen. Sagen Sie ruhig auch gerne, falls Sie selber Investor sind oder über die Crowd mal Geld eingesammelt haben. Sowohl als auch. Mein Name ist Benedikt Schröder, hallo. Ich habe, weil Sie das Thema Regulierung gerade ansprachen, hätte ich da schon einen Bedarf an Regulierung, weil wenn ich mir mal anschaue auf die heute so viel zitierte Plattform Seedmatch, an dem Punkt der Unternehmensbewertungen, da stehen derart abenteuerliche Unternehmenswerte, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass auch nur eine Venture-Capital-Gesellschaft, die vorne bei Ihnen in der Nähe sitzt oder in meinem Umfeld sitzt, auch nur einen Hauch davon bezahlen würde. Nehmen wir das Unternehmen, was heute auch mehrfach genannt wurde, Protonet, die, was ich 300.000 Umsatz gemacht haben, sich mit 13 Millionen bewerten. Post-Money? Bitte? Post-Money, also inklusive der 3 Millionen Investment, die sie eingesammelt haben. Also 10 Millionen eigentlich der eigentliche Unternehmens. Lassen wir die 3 Millionen mal weg, dann sagen wir 10 Millionen. Ich will das nicht weiter bewerten. Ich würde mir wünschen, wir würden zu einer Regulierung kommen, und ich habe den Eindruck, dass Bergfürst hier ein bisschen seriöser eine Bewertung vornimmt, die es auch dem Investor ermöglicht, ein substanzielles Investment vorzunehmen. Das kann der Investor doch selber entscheiden, ob er die Bewertung für in Ordnung hält oder nicht. Bitte? Es soll aber nicht angelogen werden. Ja, aber das ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt, weil Bewertungen bei Unternehmen, mit denen wir uns beschäftigen, sind niemals auf Fundamentaldaten bewertet, sondern es ist immer das Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Und wenn es genug Leute gibt, die 13 Millionen zahlen, dann ist das Unternehmen mit 13 Millionen bewertet. Und die gab es offensichtlich. Also, ob ich es bezahlt hätte, weiß ich nicht, aber es ist halt... Fundamentaldaten findet man einfach nicht bei Unternehmen mit solchen Wachstumsraten, die man belastbar dann in eine Bewertung überführen kann. Ja gut, wenn wir jetzt über Protonet reden, dann haben wir da einen Track Record. Wenn wir aber über die Vielzahl der anderen Unternehmen reden, die keinen Track Record haben, aber dennoch abenteuerliche Zahlen haben, dann können Sie vielleicht damit... Was ist denn abenteuerlich? Also ich kann zum Beispiel von Lenster sprechen. Wir waren vier Monate alt, wir hatten eine Bewertung Post-Money, die knapp unter einer Million lag. Jetzt kann man auch sagen, eine Million, hallo? Wofür denn? Ja, ihr habt eine App, hallo? Dafür zahle ich doch keine Million. Gut, wir haben in... Ja, wie gesagt, also es gibt ja Leute, die sagen, dass ist... Also wir haben parallel halt Angel-Investoren gefunden, die sogar nachher mehr bezahlt haben als an Bewertungen, als die Seedmatch-Leute halt bezahlt haben. Also, und das sind erfahrene Unternehmer gewesen, die auch eine gewisse Erwartungshaltung haben. Also das Unternehmenswert, ich glaube, wenn Sie da mit Regulierung anfangen, dann haben Sie das Problem, wie wollen Sie es machen? Die haben Sie übrigens beim Börsengang genauso wenig, und Sie können hier auf Herrn Sandler hoffen, dass er das vernünftig macht, und da würde ich jetzt bei seiner Erfahrung auch drauf setzen, aber im Endeffekt bei den Börsengängen, Sie haben den neuen Markt angesprochen, da war es halt auch so, dass da Bewertungen halt statt, und das war reguliert, das war ja nicht unreguliert, wo man auch nachher gesagt hat, wie kommt man denn eine Milliarde für die Firma? Ja, die Frage wäre, braucht man da Regulierung oder wird sich das vielleicht über die Zeit selber regulieren, oder könnten sich die Portale auch zusammentun und eine Art von Regulierung, Selbstregulierung ausarbeiten? Guido, realistisch ist das? Du kennst ja die anderen, ja, Player. Also da gibt es eine Aktivität im deutschen Crowdfunding-Verband, eine Selbstregulierung zu starten. Ist schwierig, ja? Weil die Interessen der unterschiedlichen Plattformen und die Vorstellungen der Plattformen sind sehr unterschiedlich. Also wir auf Bergfürst sind eben der Auffassung, dass die Investoren standardisiert informiert werden müssen, damit sie auch
transparent und offen wissen, was los ist. Das heißt, wir brauchen natürlich einen Wertpapierprospekt, der ansatzweise die Due Diligence eines Finanzinvestors entsetzt. Da ist die Vergangenheit aufgearbeitet, da sind die wesentlichen Verträge drin, da sind die Jahresabschlüsse drin, da kann man sich umfassend einen Überblick verschaffen, wie so ein Unternehmen aufgestellt ist und was da los ist. Da stehen auch mindestens 20 Seiten Risikohinweise drin. So. Dann gibt es eine Equity Story, das ist die Unternehmensplanung, wo das Unternehmen sein Managementteam, seine Geschäftsidee, seinen Markt, seine Planung vorstellt. Da ist ein Bewertungsteil drin, der wird durch einen Wirtschaftsprüfer erstellt. Und dann gibt es den Live-Webcast, wo das Managementteam sich selbst präsentiert und auch den Fragen von Investoren antwortet live. Also die werden per E-Mail eingereicht, weil wir wollen nicht 14 Mal die Frage zum Cashflow 2017 beantworten, sondern nur einmal. Aber ansonsten sind das echte Live-Events. Und das, ich meine, kein Venture Capitalist würde in ein Unternehmen investieren, ohne mal persönlich mit denen gesprochen zu haben. Ja, das wird man wahrscheinlich auch sagen. Sodass wir versuchen, mit diesen Instrumenten, die jeder bei uns ansehen kann, also der muss nicht registriert sein oder sonst was, eine vernünftige Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Ich bin auch der Auffassung, Unternehmensbewertungen sind sehr dehnbar. Es muss einen Käufer geben, dann ist das auch ein Datum. Ansonsten ist es eine Wunschvorstellung. Egal, wo sie liegt, ja. Das ist so. So, und dann sagen wir eben auch, in der Emissionsfolge ist es wichtig, dass man Transparenz schafft. Das heißt also Quartalsberichte, die man dann eben auch abgleichen kann. Der Vorredner oben hat ja gesagt, Facebook-Aktien, die kann ich dann auch handeln. Ich glaube, dass die Handelbarkeit von diesen Anteilen auch ein ganz wichtiges Element ist. Das höchste Risiko nimmt der Erstinvestor, weil er hat noch keine Erfahrung über die Planungstreue und die Qualität des Managements und deren Aussagen. Und dann gibt es natürlich genügend Leute auch, die sagen, ja, sind denn die verrückt, die wollen 100% wachsen im nächsten Jahr. So, und dann machen die ihr Ding und dann unterstellen wir mal, dass dieses Management-Team tatsächlich diese 100% vielleicht noch einen Schnaps übererfüllt. Und dann sagt der erste Investor, verdammte Tat, ist das langweilig, die machen ja nur, was sie gesagt haben. Ja, so, und dann sagt aber der nächste, verdammte Tat, die machen ja tatsächlich 100%, wenn ich da jetzt nicht einsteige, ist es zu spät und ich verpasse den Zug. Das heißt, da wird es Umschichtungen in den Aktionärskreisen geben. Deshalb haben wir auch diesen Sekundärmarkt, weil wir sagen, das sind ganz andere Risikokategorien zwischen Jahr 2 oder 3 eines Unternehmens und Jahr 7 eines Unternehmens. Und der Risikoappetit von den Anlegern ändert sich ja auch. Das heißt also, heute ist irgendwie E-Commerce Flavor of the Day, morgen ist es SaaS oder ich weiß nicht was. Und da muss ich auch die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren, um eben umzuschichten. Aber dazu brauche ich auch Transparenz, was die Zahlen angeht, und zwar komplette Transparenz. Ja, weil das sehe ich eben auch. Und dass, wenn jeder dann nur in seinem Kämmerlein seine Art von Reporting macht, dann ist das natürlich schwierig für die Öffentlichkeit nachzuvollziehen, was tut sich da eigentlich. Ja? Und da sage ich, der Kapitalmarkt hat da eigentlich ganz vernünftige Regeln, Quartalsberichte, Ad-Hoc-Mitteilungen, Hauptversammlung, um Anleger auch vernünftig zu informieren. Eine Anschlussfrage von mir dazu zum Thema Transparenz. Wo ihr ja weniger transparent seid, ist ja, glaube ich, während der Zeichnungsfrist, also anders als Seedmatch, sagt ihr nicht, es haben schon so und so viele Interesse bekundet oder gezeichnet, während man bei Seedmatch manchmal sich die Frage stellt, ob da vielleicht auch mit dieser, habe neulich den Begriff FOMO kennengelernt, ich weiß, wer den kennt, Fear of Missing Out gespielt wird, also der Angst, nicht dabei zu sein und in einem kurzen Zeitfenster noch schnell zu investieren, weil so viele Freunde oder Bekannte oder Kollegen das auch schon gemacht haben. Führt das vielleicht auch zu so einer Bubble bei manchen Investitionen? Ja, also natürlich ist da irgendwie der Spieltrieb und da möchte man dabei sein und man ist ja nur 2 Stunden offen und so weiter. Das führt natürlich dazu, dass Leute wahrscheinlich innerhalb von den 2 Stunden, wenn die Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, nicht die Gelegenheit hatten, eine qualifizierte Investmententscheidung zu treffen. Wir machen das so, dass wir diese ganzen Informationen zur Verfügung stellen, einschließlich des Wertpapierprospekts, dann diesen Live-Webcast machen und dann beginnen wir eine dreiwöchige Bookbuilding-Phase. In der Phase kann jeder Investor Zeichnungen reinlegen, streichen oder ändern. Das heißt also, er kann auch die Preise anpassen und er kann sie auch wieder rausnehmen, wenn er sich anders entschieden hat. Da hat er 3 Wochen Zeit für. Und in der Zwischenzeit sagen wir gar nichts, wie viel da ist, weil wir wollen nicht so einen künstlichen Hype erzeugen und da irgendwie das Gefühl erwecken, wenn ich jetzt nicht sofort zeichne, dann bin ich nicht dabei. Das sollte man ganz in Ruhe machen. Da gibt es eine ganze Menge Unterlagen und da muss man sich auch überlegen, was man wirklich will. Und von daher sind wir da in einer etwas anderen Auffassung und wollen diesen Druck da nicht auf den Kessel bringen, weil wir glauben, da werden unqualifizierte Entscheidungen teilweise getroffen. Es gibt, glaube ich, noch mehrere Fragen direkt dazu, vielleicht Sie? Für mich als Rechtswissenschaftler ist das vielleicht der interessanteste Aspekt an dem Modell von Bergfürst, der Sekundärmarkt. Und da das in der Diskussion bisher gar nicht zur Sprache gekommen ist, könnten Sie dazu noch etwas sagen? Wie hoch ist die Liquidität? Wie oft stellen Sie Preise? Wer stellt die Preise? Gibt es Market Maker? Vermutlich machen Sie das. Gibt es
Zulassungsfolgepflichten, haben Sie Publizitätspflichten selbst geschaffen gewissermaßen? Gibt es ein Äquivalent zur Ad-Hoc-Publizität und so etwas? Das fände ich sehr interessant. Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist ja ein Segment, was wir noch gar nicht so beleuchtet haben, ja? Aber die Kapitalmärkte sind ja auch extrem intransparent und als Privatanleger habe ich da ja eigentlich auch schwerlich eine Chance. Ja? Also ich meine, ich habe da auf Empfehlung von Christian Kessel so einen Fernsehbeitrag gesehen. Noch in den 80er Jahren war die durchschnittliche Haltefrist für eine Aktie knapp 3 Jahre. Heute ist sie, ich glaube, 2 Minuten. So, eine unternehmerische Beteiligung 2 Minuten. Ja, muss man sich mal irgendwie überlegen, ob das so sinnvoll ist. So, und deshalb haben wir einen sehr fundamentalen und auch ganz einfachen Handelsalgorithmus geschaffen. Also wir als Bergfürst versuchen, Angebot und Nachfrage auszugleichen. Damit wir unsere Schiedsrichterposition da sauber wahren können, halten wir nie Aktien von unseren Emittenten. Ja, weil dann wäre hier sofort Konflikte, dann habe ich ein Eigeninteresse. Wir müssen allerdings, das ist die Regulierung, in unserem elektronischen Handelssystem die Kontrahenten offenlegen. Und da wir nicht wollen, dass Lieschen Müller sieht, dass sie von Hubert Schulze Aktien gekauft hat, stellen wir uns back-to-back dazwischen. Das heißt also, die Kunden stellen die Order ins Buch und sagen, ich will Stücke verkaufen. Und bei uns kann auch nur jemand Stücke verkaufen, wenn er sie hat im Depot. Und es kann auch nur jemand eine Kauforder einstellen, wenn er Geld auf dem Konto hat. Also Leerverkäufe und diese ganzen Zockereien finden nicht statt. Finde ich eigentlich ganz heilsam, weil ich sage, auch da müssen wir ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. So. Und wenn dann also so eine Order matcht, dann sehen wir unseren Auftrag darin, das maximale Handelsvolumen zu erzeugen. Das heißt, der Käufer will kaufen, der Verkäufer will verkaufen, der Preis ist mir egal, das Volumen muss maximiert werden. Das ist im Übrigen auch die Regel, die Frankfurter Wertpapierbörse befolgt. So, und dann matchen wir die Order, dann kriegen die Kunden eine Nachricht in ihre Mailbox, dass sie jetzt die Order nicht mehr streichen können, ja, weil sonst können sie ja jederzeit bei uns ändern und streichen. Aber wenn ich die jetzt mal einlogge und Ausführung gebe, dann wird die eingeloggt und dann kaufen wir vom Verkäufer und verkaufen an den Käufer in einer Transaktion ohne Spread. Wir verdienen dazwischen kein Geld. Ja, das ist nur, um die Anonymität zu wahren. Wir bekommen von unseren Privatanlegern, und das ist auch das Einzige, was wir vom Privatanleger bekommen, eine Order Flatrate von 5 Euro pro Transaktion, pro Trade, unabhängig, wie viel Teilausführungen wir dafür brauchen. Ja, also wenn Sie 1000 Aktien verkaufen wollen und im Sinne der Liquidität wir von mir schon mal 300 Stück bedienen können, dann machen wir das, dann rechnen wir da die 5 Euro ab. Und für die restlichen 700 Aktien, ob wir da jetzt 1, 2 oder 3 Teilausführungen brauchen, zahlen Sie keinen Euro mehr. So, und Emissionsfolgepflichten, wir machen Quartalsberichte, wir machen Ad-Hoc-Mitteilungen und wir machen Hauptversammlungen in einem ganz neuen Zuschnitt, nämlich alle Emittenten machen die zusammen an einem Tag, damit auch mal die wirtschaftlich Interessierten kommen, weil Investoren mit 3000 Euro in einer Aktie fahren nicht heute nach Hamburg und morgen nach München, das geht nicht. Und deshalb bündeln wir das alles zusammen, damit auch ein Anreiz da ist, dass die Aktionäre kommen und dann bekommen alle, im Moment haben wir 9200 Investoren, Gästekarten für die Unternehmen, bei denen sie nicht beteiligt sind und Eintrittskarten für die Unternehmen, bei denen sie beteiligt sind. So, und diese Struktur, die wir da auf dem Handelsplatz haben, hat noch 2 weitere wesentliche Vorteile. Punkt 1, wenn Sie an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind und Sie wollen eine Ad-Hoc-Mitteilung machen, dann kostet, glaube ich, im Moment jeder Buchstabe, den Sie da veröffentlichen, ich glaube 6 Euro oder irgendwie sowas. Ja, das ist eine ziemlich teure Veranstaltung. Und deshalb kommen da auch so kryptische Texte raus in diesen Ad-Hoc-Mitteilungen. Bei uns ist das eine ganz einfache Übung. Ich führe das Aktienregister für den Emittenten, ich kenne alle Aktionäre und dann kriegen die alle eine Postfachnachricht mit einer E-Mail-Benachrichtigung, dass sie bitte nachschauen können. Ich kenne auch das Orderbuch. Da bekommen alle diejenigen, die eine Kauforder drin haben und noch nicht Aktionär sind, auch diese Ad-Hoc-Mitteilung. Dann unterbreche ich den Handel einfach, weil wir haben nur einen Handelsplatz. Ja? Und dann können die sich alle einmal schütteln und am nächsten Morgen geht es weiter. Aber dann haben alle die Information, ja? Und ich habe keine Asymmetrien und kein Frontrunning und ich weiß nicht was, sondern ganz einfach. Und meine Mitarbeiter haben Trading Windows, die dürfen sowieso nur nach 4 Wochen nach Quartalsberichten überhaupt handeln. Da werden Handelssperren eingeführt, sodass wir also versuchen, da auch compliant zu agieren. Okay, vielen Dank. Ich glaube, zu dem Komplex gab es da vorne eine Frage. Ach so, aber zu dem davor hatten Sie sich mehr. Oder ganz anders. Gab es dazu noch eine Frage? Da oben. Also
wenn ich das jetzt bei Bergfürst richtig verstanden habe, wenn ich meine Aktien verkaufen will, aber es gibt keinen Käufer, kommt der Deal nicht zustande und umgekehrt, wenn ich kaufen will, mir will aber keiner verkaufen, kriege ich auch keinen Deal. Da habe ich aber Derivaten, auf die Sie eben so geschimpft haben, einen deutlichen Vorteil. Der Market Maker gibt mir immer einen Preis und zu dem Preis kann ich auch immer kaufen oder verkaufen. Ja, das heißt, ich kann genauso zocken wie bei Ihnen. Also ich meine, Zockerei ist es ja letztendlich immer. Ja, die Zocker werden bei uns nicht so richtig glücklich werden. Dazu ist das nicht so, also dazu sind diese Titel nicht angetan. Wir müssen mal sehen, wo wir herkommen. Also nehmen Sie Seedmatch und andere, da sind Sie auf 5 bis 7 Jahre festgebunden. So, bei mir das interessiert mich nicht. Meine Frage war, wenn ich es richtig verstanden habe, kriege ich die Aktien nicht los bei Ihnen auf der Plattform? So, ich will versuchen, gerade zu antworten. Also in den anderen Modellen sind Sie 5 bis 7 Jahre gebunden und bei uns haben Sie zumindest die Möglichkeit, im Rahmen von Angebot und Nachfrage zu handeln. Wir haben über Nara 300.000 Aktien emittiert. Ich hätte es nie für möglich gehalten, wir haben aber schon über 200.000 gehandelt. Das finde ich nicht so schlecht für ein Dreivierteljahr. Aber ich muss warten, bis Sie mir eine abkauft. Ja, natürlich. Ja. Ja. Das heißt, wenn ich zocken will, bin ich ja eigentlich mit 50 Euro besser beraten, im Derivatemarkt zu zocken. Auf jeden Fall. Zocken sollten Sie bei uns nicht. Danke. Okay, vielen Dank. Es gab noch eine Frage hier vorne dazu und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten. Was ich mich schon gefragt, also ich komme aus dem nahen Ausland, kann daher bei Ihnen leider nicht investieren. Doch. Dann konnte ich zum Zeitpunkt der Emission nicht investieren. Seitdem habe ich es nicht mehr versucht, das ist richtig. Mich interessiert, wie schaffen Sie es, dass Ihr Markt liquide genug ist, um Kurspflege zu vermeiden? Also zunächst auf Ihre erste Frage. Also das ist auch eine regulatorische Sache, die eigentlich ganz spannend ist. Wir sind mittlerweile Vollbank. Und ich kann eigentlich überall in Europa Geschäft machen über das Passporting. Ja? Ich darf aber erstaunlicherweise, weil nämlich das Prospektgesetz ist nicht harmonisiert. Das heißt, ich muss in jedem Land, wo ich eine Primärplatzierung anbiete, einen eigenen Prospekt billigen lassen, was der Wahnsinn ist. Das geht gar nicht. Deshalb ist das die einzige Möglichkeit, die ich habe, also ich darf in Ihren Ländern, ich darf in Österreich nicht werben. Ja? Also europäischer Pass? Nix. Prospekt ist Landessache. Doch. Doch, ich muss ihn billigen lassen von der Aufsichtsbehörde des jeweiligen Landes. Also ich werde nochmal mit den Anwälten sprechen, aber meine Anwälte haben mir bis jetzt alle einhellig gesagt, ein durch die BaFin gebilligter Prospekt ist in Österreich, Schweiz oder wo auch immer anderes europäisches Ausland nicht zu verwenden. Das war der österreichische Anwalt auch verdienen wollte. Nein, das ist falsch. Das ist falsch, ist nicht richtig. Sie müssen veröffentlichen, aber brauchen kein neues Billigungsverfahren. Das brauchen Sie definitiv. Gut, also ich werde das gerne nochmal prüfen, wäre schön, wenn es so ist. Auf jeden Fall ist unser Informationsstand im Moment nur der, dass ich Sie passiv zulassen kann. Das heißt, wenn Sie sich bei uns legitimieren, dann können Sie auch in der Primärplatzierung mitmachen, ich darf Sie nicht aktiv ansprechen. Im Sekundärmarkt gibt es überhaupt kein Problem, da darf jeder mitmachen. Ja? Und im Übrigen noch eine schöne Sache, da kann man auch mal sagen, dass was gut läuft in diesem Land. Wir haben ja bisher diesen Wahnsinn mit diesem Postident-Verfahren gehabt. Also Sie müssen ja dann praktisch zu MacPaper rennen und einmal Ihr Gesicht hinhalten, weil die Post ist ja kein Monopol mehr, um sich zu legitimieren. Da haben wir natürlich ein Systembruch drin und das versteht irgendwie kein Mensch mehr. Und das Geldwäschegesetz ist nicht geändert worden, aber der Finanzminister hat Ende Mai einen Umsetzungserlass fürs Geldwäschegesetz erlassen. Ich habe sowas noch nie gesehen, aber wir dürfen jetzt digital legitimieren. Das heißt, wir können online legitimieren, das ist eine große Hilfe und dementsprechend sind wir auch für die Ausländer viel einfacher da. So, warum glauben wir, dass wir ohne Market Maker auskommen? Weil wir dynamische und spannende Unternehmen haben, bei denen garantiert jeden Tag irgendwas passiert und dann werden die Kurse rauf und runter gehen. Okay, da vorne die Frage. Ja, hallo, mein Name ist Michael Augustin, bin auch Anwalt und entwickle gerade mit einer Plattform Verträge zum Crowdinvesting und hätte eine Frage an den Professor und vielleicht an den Herrn Sandler, je nachdem, am besten beide eigentlich. Welche Probleme sehen Sie bei partiarischen Nachrangdarlehen? Also man könnte zum Beispiel aus, ich glaube, das wird eigentlich viel diskutiert, heute habe ich das Gefühl, relativ wenig. Man könnte so aus Verbrauchersicht zum Beispiel schon mal glauben, dass das verwechselt wird mit einer stillen Beteiligung und dann und so weiter. Also was sehen Sie da vielleicht für Probleme? Vielen Dank. Soll ich vielleicht als erstes antworten? Ja. Ich würde mich bei dieser Frage gerne weitgehend zurückhalten, weil wir
genau diese Fragen erforschen und uns erstmal so die Perspektive als neutraler Betrachter bewahren wollen. Prima facie finde ich es nicht ganz optimal, dass eine Plattform, die den Zweck hat, Mediator zu sein zwischen den Unternehmerinteressen und den Anlegerinteressen und im Wettbewerb mit anderen Plattformen den Anreiz haben sollte, einen möglichst guten Vertrag für beide Seiten zu schaffen, also einen möglichst guten Vertrag zu schreiben, dass die einen Vertrag schreibt, der möglicherweise primär davon geleitet ist, Regulierung zu umgehen. Drücken wir es mal so aus. Deshalb gefällt mir jedes Konzept, das sich sozusagen die Regulierung hinnimmt und im Rahmen der Regulierung versucht, das Beste daraus zu machen, das gefällt mir erstmal besser. Aber das ist keine definitive Antwort, sondern sozusagen so eine erste Einschätzung von mir, ganz bewusst. Wer noch in der Runde? An wen ging die Frage noch? An Guido, ne? Genau. Ja, also kann ich ja nicht viel hinzufügen, ja. Ist ja wunderbar, da steht es ja, wie wir es machen. Also das partiarische Darlehen halte ich schon für eine schwierige Sache, auch vor allen Dingen für den Emittenten, weil rechtlich ist das da laufe ich zwischen Pest und Cholera Einlagengeschäft, also da bin ich Vollbank, wenn ich das mache, ja, und stille Gesellschaft, also es ist ein ganz, ganz schmaler Grat, den ich da fahre, und wenn ich da auch nur irgendwie ein bisschen in der Formulierung und keine guten Rechtsanwälte haben, dann mache ich gerade Vollbankgeschäft, ohne es zu wissen, ja. Und das ist nicht trivial. Also da ist die BaFin nicht zimperlich. So, und das andere ist, im Gegensatz zu den stillen Gesellschaften sehe ich eben ein Riesenthema bei den partiarischen Darlehen, weil es keine Treuepflichten gibt. Das heißt, wenn die Laufzeit um ist und die Vertragskomponenten es zulassen, dann stellen sie, egal was in dem Laden passiert, stellen sie einfach fällig, Bullet. Sie haben keinen wirtschaftlichen Interessen zu wahren, sondern sie gehen einfach wie das heiße Messer durch die Butter. Und da sage ich, das ist nicht trivial. Wie gesagt, man kann natürlich vertragliche Vereinbarungen treffen, aber das Originäre, ich kenne die Verträge nicht bei Seedmatch, aber das originäre partiarische Darlehen ist A als Instrument sehr heikel, also ist ein ganz enges Feld, in dem wir uns bewegen, und auf der anderen Seite ist es eben ohne Treuepflichten, die ich zumindest bei der stillen Gesellschaft dann noch habe. Christopher Kamsow dazu? Ja, also ich finde die Frage insofern, wenn ich das sagen darf, ganz interessant, dass jetzt erstmal nur nach dem Problem gefragt wurde und nicht nach der Chance durch so ein Investment. Na, also ich finde, das ist einfach mal ein ganz wichtiger Punkt, weil also das Modell von Bergfürst, um das auch mal zu sagen, ich finde das auch sehr spannend, auch wenn es für uns noch nicht in Frage kommt, und ich finde es grundsätzlich auch gut, auch den Handel finde ich eine sehr, sehr glückliche Entscheidung, auch genau aus den genannten Gründen. Der Punkt ist nur, dass das natürlich in der ganzen Struktur und der Komplexität der Struktur für Firmen, die nochmal eine Phase früher oder zwei Phasen früher sind, einfach nicht umsetzbar sind. Auf der anderen Seite, und das macht ja Crowdfunding und auch nicht ganz unerfolgreich, eröffnen halt andere Plattformen eben diese Stufe davor, und da muss man halt dann sozusagen in den sauren Apfel beißen, weil einfach Regulierungen sehr, sehr hart sind, dass gewisse Strukturen dann gewählt werden müssen, wie jetzt das partiarische Nachrangdarlehen, und die ermöglichen aber erstmal diese Form von Investments, und die ermöglichen es jedem halt, sich an einer Firma zu beteiligen, die sie spannend finden, zu einer sehr, sehr frühen Phase, die sie auch vielleicht, und das ist übrigens auch nochmal ein Punkt, der ganz wichtig ist, es geht, glaube ich, vielen Investoren auch ums Geld, aber es geht ganz vielen Investoren auch um eine Emotionalität. Die finden einfach die Idee gut, die finden die Leute gut und die wollen das unterstützen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man dann, ein Professor von mir hat das früher mal als emotionale Rendite genannt, und ich glaube, das ist auch nicht zu verachten, weil am Ende des Tages, ob sie jetzt irgendwo 0,3% mehr verdient haben, ich meine, davon werden wir alle nicht glücklicher, aber wenn sie irgendwie das Gefühl haben, sie haben was Richtiges getan, ist das ja auch mal was Positives, und da gibt dieses Darlehen einfach eine Chance und oder diese Struktur eine Chance, und ja, anders wäre es, also so eine Struktur auch für Kleine wäre sicherlich auch schön. Ein Kommentar dazu oder eine Frage dazu? Ja, hallo, mein Name ist Thorsten Schreiber, ich bin Gründer von BetterVest, auch eine Plattform. Die Diskussion heute ist ein bisschen verfälscht, weil Guido ist eigentlich out of order für die Branche, weil er ein ganz eigenes Modell fährt. Ich bin Mitgründer von dem Verband, wir haben 40 Plattformen mittlerweile, und das, was Christopher gesagt hat, ist ein Aspekt, der gar nicht gekommen ist, dass nämlich Marketing ein ganz wesentlicher Aspekt von Crowdfunding ist. Zu dem Thema Regulierung, da arbeiten wir dran. Es kommt am 14. Juli da was,
also die partialische Nachtankdarlehen werden reguliert, so viel kann ich schon verraten, mehr noch nicht, aber da lohnt es sich im Moment auch mal bei der Verbandsseite vorbeizukommen. Michael ist übrigens ein großer Serien-Crowd-Investor, das nur so als Info. Ja, klar. Vielen Dank, Thorsten. Ich glaube, Guido, im Vorgespräch hattest du auch gesagt, du siehst dich gar nicht oder Bergfuss gar nicht so als Crowd-Investing-Plattform, sondern als, wie hattest du es genannt? Ja, also eigentlich machen wir, ich meine, Sie haben es ja heute ein bisschen ausführlich gehört, eigentlich machen wir Börsengänge. Ja, de facto mache ich das Gleiche, was ich früher auch schon gemacht habe in der Bank. Nur, weil ich eben auch wirklich der Überzeugung bin, dass es das richtige Vehikel ist und massentauglich ist. Was wir eben früher nicht konnten, und da kommt diese Crowd-Idee her, ist, dass wir die Nähe zwischen Emittent und Investor erzeugen können. Also wenn ich früher auf dem Parkett einen Vorstand Bulle und Bär übergeben habe und der hat mich gefragt, wer sind meine Aktionäre, habe ich gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Der konnte dann ab da nur noch mit der Schrotflinte irgendwie in die Presse reinschießen und hoffen, dass er ein paar Menschen erreicht. So, und auf der Hauptversammlung, wenn da irgendwelche Menschen aufliefen, mussten die schon gar nicht mehr Aktionär sein, weil der Stichtag schon vorbei war und die konnten schon längst die Aktien wieder verkauft haben. Also die haben keine Ahnung mehr gehabt und dementsprechend konnten sie mit denen auch gar nicht kommunizieren. Und dadurch, dass wir ausschließlich vinkulierte Namenaktien platzieren, sind wir eben in der Lage, auf Knopfdruck dem Emittenten zu sagen, das sind deine Aktionäre, wenn du mit denen kommunizieren willst, hier sind die E-Mail-Adressen, oder wenn einer eine Frage hat, und wir haben ja auch noch ein Infoforum, wo Aktionäre miteinander diskutieren können zu Unternehmen, oder dann auch mit dem Vorstand, da ist immer sichtbar, ist der Aktionär oder ist der nicht Aktionär. So, und das hilft natürlich in der Nähe der Kommunikation, und bei B2C-Geschäftsmodellen kann man auch im nützlichen Umfang seine Investoren natürlich mit einbinden, weil die wollen ja den Erfolg des Unternehmens und nicht den Misserfolg. Und eine E-Mail zu verschicken, kann man auch von einem Aktionär verlangen. Das heißt, wir kriegen eine ganz andere Nähe dahin. Und vor allen Dingen, wenn Sie früher am neuen Markt eine Aktie gezeichnet haben, dann haben Sie von Ihrem Anlageberater oder aus der Presse davon erfahren. Sie haben aber das Unternehmen an sich eigentlich nie gesehen. Und mit diesen Dingen, die wir haben, also Image-Video, Wertpapierprospekt, Equity-Story, Webcast, haben Sie die Möglichkeit, mal in einen geordneten, strukturierten Dialog mit dem Management-Team zu steigen, sich selbst zu informieren und auch selbst eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Ja? Und vorher fiel das Beispiel schon mal mit der VW-Aktie. Ja, wenn der Berater Sie anruft und sagt, wir verkaufen BMW und kaufen VW, das haben Sie, wenn Sie abends ins Bett gehen, vergessen. Wenn Sie sich aber selber mit so einem jungen Unternehmen auseinandersetzen und sagen, coole Sache, mit meinem letzten Quäntchen Risikokapital setze ich da mal drauf, weil ich die Idee gut finde, und dieser Social Reward ist immer dabei, die Leute müssen sich wohlfühlen mit dem, was sie tun, sie müssen daran glauben, da sind sie dann auch ansprechbar, und deshalb erzeugen wir da eine ganz andere Emotionalität. Und wir haben jetzt eine Vollbanklizenz, und ich glaube, du hast recht, wir passen da nicht so ganz rein, wir werden das künftig Neo-Investing nennen, weil wir einfach sagen, wir machen eigentlich den traditionellen Börsengang unter Nutzung der neuen Kommunikationsmöglichkeiten und Medien, um Investoren und Emittenten näher zusammenzubringen. Okay, vielen Dank. Wir haben noch in der regulären Spielzeit 2 Minuten. Wir müssen uns heute pünktlich dem Abpfiff nähern, weil ein anderes Spiel beginnt. Vielleicht noch eine Frage. Eine Meldung hatte ich noch, aber wenn es jemanden gibt, der noch nicht dran war, dann, oder Herr Hornhoff hat ja Hausrecht. Bitte? Wir haben ja danach auch noch gelegen. Dann machen Sie und dann vielleicht noch Sie am Schluss. Danke. Dies ist eher eine praktische Frage hinsichtlich dieser Schwere, dieser Gefahr, gefährliche Zeitraum, wo vielleicht das ganze Unternehmen untergehen würde. In den USA, wir haben den Jobs Act, und dieser Zeitraum, wo Crowdfunding Securities nicht weiterverkauft werden dürfen, das ist nur ein Jahr. Und ich glaube, sie haben so 3-jährige Frist erwähnt. Nein, das stimmt nicht. Okay. Aber in Ihrer Schätzung, wie lange sollte das praktisch dauern, bis diese 1-jährige Frist, mit welchen Vorteilen die andere Nachteile ausgleichen würden, aus Ansatz des Unternehmers? Also wir müssen differenzieren. Ja? Also beim Jobs Act, und darum beneiden uns unsere amerikanischen Mitanbieter, haben sie das Problem, dass der Investor, der Geld einlegt, zwar nicht mehr Qualified Investor sein muss, also das schon früher machen darf, aber jedes Investment, was er nimmt, muss er 1 Jahr halten. Das heißt, wenn er es nach 1 Jahr verkauft, muss der Erwerber auch wieder 1 Jahr halten. Das heißt, sie haben eine, das ist für sie da oben unerträglich, also die Millisekunde ist mindestens 1 Jahr.
Ja. So, das andere ist, also unsere Finanzanleger, die Privatinvestoren, dürfen sofort handeln. Also unmittelbar, nachdem die Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen ist, buche ich die Stücke ins Depot und dann können die Kunden handeln. Das Management-Team, welches den Businessplan präsentiert, welches Geld eingeworben hat, die müssen einen Lockup von 3 Jahren unterschreiben. Nur das Management-Team und die Finanzinvestoren einen gestaffelten Lockup. Aber die Finanzen, also die Crowd, die Investoren, die so reinkommen, die dürfen sofort handeln. Okay, das letzte Wort geht an Herrn Hornhoff. Dann vielleicht als letzte Frage. Nehmen wir an, Landstar schießt im nächsten Jahr durch die Decke, wird das neue Facebook. Herr Zirngiebe ist in die Beratung involviert. T-Ventures zeigt Interesse. Und Herr Sander, Sie werden angefragt, ob Sie Landstar weiterfinanzieren und auf den Sekundärmarkt bringen. Würden Sie das machen? Ich jetzt. Ja, natürlich, sehr gerne, sogar mit T-Ventures zusammen, als Co-Investor. Herr Hiel, los. Okay, ja, das werden wir dann beim nächsten Symposium erfahren, ob es geklappt hat. Und jetzt widmen wir uns erstmal tagesaktuellen Ereignissen, nämlich dem Fußball. Toll, dass Sie alle da waren. Vielen Dank nochmal für die Gelegenheit, hier zu sprechen und das Thema zu beleuchten. Und viel Spaß beim Spielen. Danke.